bisschen Minenarbeit. Ja, haben wir wieder anständig Geld bekommen hier. Super. Na, ich habe am Ende noch mal ein paar gute Fische gefangen, zum Glück. So. Huch. Aus dem Spiel getappt. Oh, ist aber nicht gut hier. Nee, ne? Wir wollen im Spiel bleiben. Ich werde jetzt noch mal einmal die drei Geoden aufknacken, die ich habe, und Hey, dann. guck, 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 guck. Wenn das so aussieht, dann kannst du das ernten. Ach so, wie das Wenn da die so oben. rauskommen. Ja. Ah. Okay, ich gehe jetzt mal die letzten Geoden aufknacken. Okay. Also die letzten Lootboxen aufmachen. Ich habe schon wieder Post bekommen. Morgen ist es Eierfest. Oh shit. Haben wir Eier? Na, du schon, ich nicht. Du technisch gesehen auch. Ja, okay. Rein biologisch gesehen. Stimmt. Wir sollen zwischen 9 und 14 Uhr kommen. Aha. Und wir wollen doch diese jährliche Eiersuche nicht verpassen. Sounds like fun, I guess. Okay. Morgen ist Eierfest. Okay, immer dran denken, morgen Eier sammeln. 9 bis 14 Uhr. Ach shit, ich kann ja jetzt die Geo noch gar nicht aufmachen, weil der noch gar nicht auf hat. Oh. Warte mal. Entweder wir sind zu früh oder zu spät, das ist immer so. Ja, arbeiten ist hier offenbar nicht so doll. Ja. Wie komme ich denn? Ach so, da. Aber wir haben es uns ja ausgesucht. Unser Opa hat gesagt, hier, ihr müsst. Warum Das hören ist wir meine auf den? Gießkanne. Warum hören wir auf diesen alten Genau. Sack? Ich weiß auch nicht. Der ist gruselig. Ich weiß. Ich gehe jetzt erstmal kurz an den Strand. Okay. Sammeln ein paar Muscheln. Kann man alles Mein verticken. Haus hat gar kein Klo. Hör mal, du Möwen! Fangen! Ach, guck mal, da ist er ja, der Fishman. Was brauche ich denn für einen Wenn Sprinkler? du Fisch zum Anbeißen bringen willst, achte darauf, dass du einen Köder am Haken befestigst. Okay, man. Scheiße, wo bekommen wir denn Kupferbahn und Eisenbahn her? Also, Kupferbahn kann ich mir vorstellen, können wir durch Kupfer herstellen. Und Kupfer müssen wir schmelzen. Mhm. So. Okay, jetzt. Da müsste das eigentlich ganz gut klappen, so. Köder, Bambus, Fiberglas. Perfekt. Dann kannst du mit deinem Okay. Schmelzofen einen Sprinkler bauen. Okay, die Frage ist jetzt, habe ich die Erlaubnis, 1800 Gold für eine Angel auszugeben? Ja, weil ich gerade richtig viel abgeerntet habe. Okay. Mad Cash, yo. Außerdem habe ich ja auch unser Bier versoffen. Warte mal, kann ich die? Unser Geld versoffen. Unser Bier versoffen. Ich krieg, okay, ich Alle krieg Leute 150 wieder, entstehen. da ich die Muscheln verkaufe. Weißt du, literally das, was ich am Strand finde. Jetzt Du, habe ich eine die bessere. Kartoffeln behalte ich mal noch, falls wir in die Mine gehen. Also jetzt habe ich auf jeden Fall eine bessere Angel. Das dürfte Das uns ist schon mal gut super. tun. Hä? Das ist super. Mit 300 Stücken Holz könnte man das hier reparieren. Oh, Okay. cool. Ja, ich habe hier am Strand so eine kaputte Brücke gefunden. Die können wir reparieren mit genug Holz. Oh, kommt man dann weiter? Scheinbar. Und hier ist auch so eine Oh, komische cool. Fuchsstatue. Ich habe mich hier am Strand jetzt. Ich gucke mich hier gerade mal so ein bisschen um. Mal davon abgesehen, dass das hier total schön ist. Ah, du bist da unten bei dem Angeladen. Okay, ich Okay. komme. Ah, ich. Hab ich mein Holz dabei? Nein, ich habe mein Holz vergessen. Ich dreh noch mal um. 300 Holz ist auch ein bisschen viel. Wir brauchen das offenbar an sich komplett. Ich habe 138. Ich habe Und keine du? Ahnung, wie viel ich habe. Ah. Ich habe nämlich sehr viele Bäume gefällt. Für Ja, den Lufe. Zaun und so. Wir könnten auch in die Mine gehen noch. Ah, nee, ich wollte da noch die Geoden knacken, also. Ah, okay. Dann hole ich noch ein paar Samen. Beziehungsweise ich würde gleich auch mal. Eine Sardine! Ich hab eine Sardine! Okay, aber ich will erstmal die Geoden knacken, bevor der Typ wieder zumacht für heute. Ja, deswegen gehe ich auch schnell Dings kaufen. Oh, und den Schlüssel. Ich brauche. Frage ihn nach, ob, nach, na, na, frage ihn nach seinem Schlüssel im Museum. Ich Okay. überschlage mich. Der Schlüssel. Okay, warte. Erstmal die Geoden knacken. Oh, warte, das ist das Museum. Das ist ja Blödsinn, das jetzt zu machen, wenn ich da nichts hab. So.
Geode aufbrechen. Wer bist denn du? Es ist ein schöner Tag. Okay. Diese Kohle, Dinge können definitiv in eine gesunde Ernährung eingebaut werden. Nickweed. Aha. Und ein Erdkristall. Kann man das essen? Scheinbar nicht. Okay. Okay, cool. Ne, warte mal. Ich meine, auch wenn der Typ ein bisschen creepy ist, der Kerl hier, aber... Wäre da mal ein Unterschied. Normalerweise ganz sicher über Nähe von meinem Laden. Deprimierend, was? Hier. Have a stone. Du bist der Er so, deprimierend, was? Hier, Happenstein. Munter dich das auf. Ich glaube, ich hab ihn noch deprimierter gemacht. Ich kann mir irgendwie eine Belohnung abholen. Du auch? Ich habe meine schon geholt. Ich krieg auch Blumenkohl. Und jetzt rennen hier sogar Leute rum. Caroline. Caroline. Und Penny. Der ist ja nett. Okay, irgendwo hier muss er einen Schlüssel liegen haben, den ich ihm klauen möchte. Damit ich in die Kanalisation kann. Okay, Caroline ist eine Süße. Dann nimm halt die. Endlich wenig Zeit für mich selbst. Ja, ich habe ihr ein Erdkristall geschenkt. Sie fand es offenbar toll. Okay, vielleicht müssen wir ganz viel spenden, damit wir den Schlüssel bekommen. Möglich. Oder hier fehlt ja auch irgendwie ein Buch. Ja. Weil man kann hier... Ich kann auch nicht zu ihm rüber und mit ihm reden, also... Das schmeißt sich alle mit Stein, das tut weh. Ja, aber... You know... Ich beschmeiß ja nicht mit Stein. Was hast du von mir gelernt? Ja, nee, du beschmeißt Leute mit Kartoffeln. That's the difference. Okay, so. Caroline ist auch schon verheiratet. Oh Mann. Mann, wieso sind all diese cuten Waifus? Die guten sind alle weg. Wenn mal. Sag mal wieder. Es ist wie im realen Leben gerade. Boah. Das Schlimme ist jetzt, der Stuhl tut nicht weh, der ist super bequem. Aber weil ich nur, ne, Unterhose anhab, tut sich jetzt gerade meine Seetang geil. Ich hab's extra ein Handtuch draufgelegt und das tut jetzt gerade langsam ein bisschen weh. Ich dachte, dein Seetang tut weh. Der auch. Oh. Komm, Fisch, geh da hoch, geh hoch, 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 hoch. Nein. Oh, guck mal, da ist ja ein kleiner Käfer an der Wand. So, da war ein kleiner Käfer an der Wand. Oh. Oh, ich heb das mal ein bisschen. Zu viel Info. Too much information! Ihr stellt euch aber auch an. Es ist einfacher, mit Bäumen befreundet zu sein. Sie haben nicht viel zu sagen. Vielleicht wäre die Lea was für dich. Hm? Die Lea, die mag irgendwie lieber Bäume als Menschen. Vielleicht würdet ihr euch ja verstehen. Bäume sind bei mir auch so eine Sache. Seetang. Die fällen wir! Bäume. Was ist toll daran? Sie können brennen. Shiva beschmeißt die Leute mit Biergläsern, wenn sie wieder euer Gold rauswirft. Und irgendwann sage ich dann so, komm, ich mach selber Bier. Fuck this. Ja, ich will Bier brauen. Das ist sicher voll cool. Eine Sardine! Sardine! Nee, warte mal, ich kann doch jetzt... Wie kann ich jetzt die... Was denn? Ah! Du beendest deine Sätze nicht mehr. Wie? Was? Ja, da bin ich schon bekannt für. Was mache ich denn? Mann! Alge! Seetang! Seetang essen? Yes! Fuck yeah! Vielleicht kommt dann die Fee wieder. Hom! Ready for action. Ups. Warte mal, wenn ich den einfach nur ausschmeiß... Okay, dann kostet nicht. Also nur, wenn Viecher tatsächlich beißen. Ich bin mal gespannt, was passiert jetzt mit dem Köder?
Jetzt haben wir einen Köder dran gehängt. Mhm. Und ich kriege eine zerbrochene CD. Hat das Yay. Jetzt... Ja, da... Wie hat diese CD also quasi einen Köder gefressen? How does this work? Vielleicht ist es ja was Besonderes. Eine besondere CD. Du weißt ja nicht, wieso sie zerbrochen ist, ne? Das war wahrscheinlich eine Modern Talking CD. Kirsche, Kirsche, Alter, okay, radikaler Fisch. Oh. Ein Heilbutt! Komm, Heilbutt! Juhu! Also wir brauchen Holz, oder? Hast du gesagt? Ja, 300, dann fäll ich mal noch. 300 Holz. Also ich habe bei mir zu Hause in der Truhe noch ein bisschen was, aber ich glaube nicht so viel. Aber ja, 300 Holz insgesamt, dann können wir diese Brücke reparieren. Okay, ich Heilbutt. Bin noch fit, dann fäll ich noch. Ja, ich bin auch noch ein bisschen fit. Ich angel hier gerade am Meer und habe hier gerade die Fänge meines Lebens. Nein, nicht alles ins Wasser. Hey, unfair. Aber ich begebe mich auch, glaube ich, bald Richtung Heimort. Hallo Stamm, wir reden über Bäume und du bist da. Das, lässt tief blicken. Ja. Ich finde es vor allem geil, dass ich einfach mal so Schatztruhen angeln kann. Und Eisenerz. Oh, da kommen ganz viele Schmetterlinge aus dem Baum. Das ist für mich auch schön. Okay, ich gehe aber zurück. Ich habe jetzt... Mein Inventar ist voll. Okay. Ich meine so... Wie wäre das mal? Konnte ich einen Rucksack irgendwie holen? Ja, für 2000. Ja, auch, ne? Dann haben wir mehr Slots im Inventar. Oh, Cutscene. Oh, shit. Hä? Bei mir nicht? Ich komme jetzt gerade in die Stadt nachts und jetzt ist hier so ein ist der Penner hier und durchwühlt die Mülltonnen. Das findet der andere offenbar nicht so witzig. Okay. Das findet Georg, der offenbar ein Zombie ist, nicht so witzig. Watschbär oder weh, du Strolche. Und dann komm ich. Oh, komm gerade rechtzeitig, Junge. Will so einen alten Mann gefallen tun. Ecke Georg, diese Waschbär will mich verjagen. Hat schönes Durcheinander verursacht. Danke. Ich hab dir einen ordentlichen Schrecken ein, damit sie nie mehr wieder zurückkommen. Aha. Ich meine, okay, der Typ sitzt im Rollstuhl, also ich. Uiuiuiui. Lenus, was soll das? Ich weiß, tut mir leid. Lenus. Wenn ich frisches von warmem Essen diese Tonnen gefunden. Dinge, die verschwendet werden, wenn ich sie nicht nehme. Ja, aber. Just fucking ask. Findest du, ich mache hier irgendwas Schlechtes? Ja, es ist ekelhaft. Nein, es wäre eine Schande, das Essen zu verschwenden. Ja, es ist illegal, dass hier ein privates Eigentum. Nein, aber du solltest dir einen Job besorgen und aufhören, von anderen Leuten zu schmarotzen. Definitely. Nicht jeder ist für diese Welt gemacht, Schoß, Dude. Du weißt nicht, wie es ist, wie zu sein. Sich verletzt jemand, will einfach mein Leben auf meine Weise leben. Ist das so falsch? Ja, ich meine, Klamotten sind was Tolles. Du kannst nach Hause gehen, ich verspreche dir, ich werde nie in Georgs Tonne rumwühlen. Du kannst nicht sagen, dass du die Waschbären einfach an ihm verjagt hast. Okay. Und er durchsucht die nächste Tonne. Toll. Und dann hat Luigi ihn geschnappt. Guss. Luigi! Sieht aus wie Luigi. Warte. Was machst du da mit meiner Familie? Tut mir leid. Ich weiß, was du getan hast, Linus. Jetzt sag ich das Mario. Wenn du etwas zu essen brauchst, frag einfach. Ich will nicht, dass jemand in die Billigans hungern muss. Hier, ich habe einen Kopf voller Zucchini-Puffer für dich. Aber dunkel sie auf jeden Fall in eine würzige Marina aus. Komm schon, okay. Nimm ihn. Oh. Oh, süß. Und auf einmal ist es ziemlich spät. Danke dafür. Ich bin schon die ganze Zeit im Bett. Ja, ich wurde durch eine Cutscene aufgehalten wegen fucking Linus. Und I die. Okay. Ich hab zwar noch Energie. Aber gut. Sammlerstufe 1. Axteffektivität erhöht.
Herstellrezept, Müsli-Riegel. Herstellrezept, wilde Saat. Ah, cool, man kann... Und Fischer Level 3, geil. Cool. Krabbenreuse. Ja, kannst du machen, Stamm. Oh, geil, ich kann Krabben fangen. Cool. Und ich kann Matrosenteller machen. Oh, das wird ja mal besser. Ich mach mal ein eigenes Fischrestaurant auf. Das haben wir natürlich nicht so viel verdient, weil ich mein Zeug nicht mehr... Fucking Linus. Weißt du? Sehr cool. Ah! Hilfe! Was mache ich hier? Was machst du in... Okay. Hilfe! Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum ist da jemand in meinem Bett? Was war das? Was tust du hier? Was hast... Nein. Was heißt denn, was tust du hier? Du hast in mein Bett gepennt? Nein. Doch. Du bist doch irgendwo umgefallen. Ja, und ich bin in meinem Bett wieder aufgewacht. Hallo, Eroshiva. Hast du dich schon an dein neues Leben gewöhnt? Ich kann nicht glauben, dass du erwachsen bist. Die Zeit vergeht wirklich schnell. Jetzt, nachdem du weg bist, habe ich viel extra Geld herumliegen. Also habe ich ein kleines Geschenk bei. Alles Liebe, dein Papa. 500 Gold. Da kann ich mir ein Bier von kaufen und habe noch 100 extra. Also ich habe 14 Holz. Ich pack die mal in die Gemeinschaftskiste, ne? Okay. So, den Köder. Ah, nee, nee, warte. Dass man... Ist der Schusch wieder lauter geworden? Okay, ich kann ihn gleich ein bisschen leiser machen. Der war eigentlich schon, also ich habe ihn vorhin leiser gedreht. Ja, ich übertöne mich manchmal. Ich bin manchmal ein bisschen... ich bin Struggle. ja, wie gesagt, ich packe das Holz mal in unsere Gemeinschaftstruhe. Und sobald wir denn da 300 haben, können wir die Brücke ja reparieren. So, Würde ich sagen. Passt. Ich habe ihn etwas leiser gemacht. Passt es so? Hallo, Plötze. Wieso schreit der so? Mir ist danach, sorry. Ist doch super. Wilde Saat. Bier! Ach so. Ah, okay, wenn man das macht. Wurstwasser-Elmo, moin! So, warte mal, ich möchte mal. Nee, oder? Will ich? Nein? Möchte ich? Muss ich? Geh mir die Mine. Eierfest hat begonnen! Eierfest! Ach ja, stimmt ja! Da war ja was. Da war ja was. Ich geh schon mal vor. Ich muss noch schnell gießen hier. Ich habe aber keine Eier. Ich auch nicht. Vielleicht kriegen wir da ja Eier. Ah, oh, das wäre schön. Ich gehe schon mal vor. Vielleicht kriegen wir ja Hühner. Das wäre cool. Voll. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo ist denn jetzt... Ach so. Oh, ich kann da so alleine gar nicht hin. Ich muss auf dich warten. Ach so. Ja. Leg noch was in die Kiste und dann, dann komme ich. Ah, okay. Das ist also so ein Gemeinschaftsevent. Oh. Ein Gemeinschaftsevent. Also generell so ein Event. Was macht ihr da? Ich meine, was ihr da macht? Wir spielen. Wir Kartoffeln. Wir angeln und wir machen Kartoffeln. Klippen ineinander. Kürbis. Oh, das ist ja echt so eine und die Zeit scheint hier still zu stehen. Ja, stimmt. Oh, das ist süß. Wir können uns einen Rasenflamingo kaufen. Was? Oh, wir können uns Erdbeer... Ein Plüschhase! Wir können uns Erdbeersaat können wir uns holen. Geil! Oh, mein... Ah! My butt! Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Geld mitgebracht. Oh, Mann! Wie viel haben wir denn gerade? Aktuell nicht 700. So viel. Einer redet wirklich mit mir. Ich komme nur wegen der gefüllten Eier. Ich bin schon seit Tagesanbruch wach und färbe Eier. Mein absoluter Lieblingsteil dieser Jahreszeit. Er ist halt der Böse. Worüber sind alle so glücklich? Eier! Warum Eier? Warum nicht? Elliot, what the fuck? Was ist er denn für einer? Ich trinke jetzt noch einen Kaffee mit euch und dann muss ich wieder in die Bücher. Okay. Kann mir mal jemand sagen, welche Frauen nicht vergeben sind, bevor Nimm ich mich jetzt... Nimm doch die Haley. Schau mal, die ist hübsch. Wo? Hier bei mir. Hier unten. Dieses Fest ist ganz nett, aber auf was ich mich wirklich freue, ist der Blumentanz.
Die ist doch hübsch. Oh, die ist echt hübsch. Nimm die. Nimm die. Ah, Sebastian. Wir haben also auch den Klassen-Emo. Mhm. Teilweise verstecke ich Eier zu gut und keiner findet sie. Abigail ist auch süß. Bis der Sommer dann kommt. Die heißen Temperaturen bringen schließlich den fauligen Geruch an den Tag. Ich meine, ich habe das Gefühl, ne? Abigail ist auch süß. Vor allem blaue Aber Haare. Aber die ist, glaube ich, schon irgendwie verkauft. Verklebt. Verklebt? Emily. Verkauft, verklebt, vergeben. Die neue Serie. Ich rede jetzt einfach jetzt mal mit Marlon. Mit jedem oder so. Du bist ja, alt. Ich auch. Dich möchte ich nicht. Ich glaube, die haben es mit den Hasen einfach. Und deswegen stehen doch überall diese Statuen rum. Muss ich jetzt Eier suchen? Ich weiß nicht. Ich gehe jetzt mal auf die Suche. Shiva verkauft Frauen, ja, ups. Aber nur, wenn sie möchten. Abigail ist ein Heiratskandidat. Ah, yes. Oh ja, die ist auch hübsch, die Abigail. Vor allem, ich mag ihre freaky Haare. Ja, die Haare sind cool. Okay, wie lande ich bei ihr? Ich glaube, du musst dir Sachen schenken. Ja, das Problem ist, ich kann ja hier jetzt gerade gar nichts machen, was das Stimmt. angeht. Stimmt. Weil dann geht's gerade nicht. Weil wir keinen Zugriff auf unser Inventar haben. Außer wir kaufen was wahrscheinlich. Ich meine, Erdbeersaat ist vielleicht gar nicht mal so doof. Ja. Dekoration für deinen Hof. Ich bin am Überlegen, ob ich mir so einen Rasenflamingo in den Garten stellen soll. Das kannst du machen. Ich habe auch schon überlegt, den Flamingo. Der ist schon cool. Ich bin verklebt, würde ich schnell woanders hingehen. Ja, aber 400 ist teuer. Ja, aber für einen Flamingo ist doch ein Schnäppchen. Ja, wenn du überlegst, wenn du musst ein Bier rechnen, ja? Du musst in ein Flamingo. Du musst in Bier rechnen allein schon. Ein Flamingo ist ein Bier. Ja? So, komm, ich will Erdbeer. Also eigentlich nix. Mhm. Vor allem ist es schön, jetzt mal diese ganzen Leute kennenzulernen. Ich renne ja immer nur durch die Gegend und bin mal. Ich bin, wie gesagt, wie dieser typische Bergeremit. Kostet 4 Kamele, ist gute Frau. Ja. Datingportal Shiva Love. Immer. Jetzt ist halt nur die Frage, wie lange geht das hier oder was müssen wir machen? Ich weiß auch nicht, aber der Linus tut mir irgendwie leid. Keiner redet mit ihm, er kommt nur wegen den gefüllten Eiern. Darf man dir aber verraten? Das war der geklaut hat, gell? Das ist Abfall, also da bin ich der Meinung, klauen ist Ach es so, jetzt Ach so, der nicht. Hat nur Abfall mitgenommen. Ja, der hat in den Mülltonnen rumgewühlt. Ach so, ja, das kann er doch machen. Das will ja eh keiner mehr haben. Nee, kann das auch mitnehmen. Eben. Es ist genauso wie, dass die Supermärkte ja das gute Essen wegschmeißen müssen. Mhm. Und dann, also sie dürfen es nicht spenden und deswegen nehmen das dann viele aus den Tonnen und das ist aber dann wieder strafbar, wo ich mir denke, ja, aber sonst würde es doch komplett Eben, sonst würdest du es einfach werden. Wegschmeißen. Also, es ist so dämlich. Ist doch kein Clown. Gefällt's dir? Oh ja, doch. Ja, es ist nett hier. Aber wo sind meine Eier? Laut Gesetz. Mir wurden Eier versprochen! Weil jetzt habe ich mit ihm geredet, aber nichts passiert. Oder bist du jetzt... Nee, hä? Nee. Was passiert denn, wenn ich jetzt versuche zu gehen? Ich kann nicht gehen. Ja, eben. Okay. Weil die ganzen... Alle Dings sind weg. Zu. Ach so, aber wir sollen mit dem Bürgermeister reden. Ja, habe ich schon. Da passiert aber nichts. Wo ist er denn? Vielleicht muss hier ich der, mit ihm Hier reden. In der Mitte. Den habe ich nämlich noch nicht... Ah, da! Aber ja, Mann. Meinst du, dass jeder für die Eiersuche bereit ist? Ja, lass uns anfangen! Ah ja, okay, jetzt triggert's bei mir. Ja. Ja, aber man darf mir gern verraten, worauf Abigail abfährt. Ich sag dir, I will fucking explode. Es ist Zeit für das Highlight der heutigen Festivitäten. Die jährliche Frühlingseiersuche. Oh, geil. Eier! Oh, die Kinder drehen voll durch.
Ganz ruhig, Kinder. Ihr braucht eure Energie noch, wenn ihr die meisten Eier findet und den Preis abstauben wollt. Nein, ich will. Okay, competitive Eiersuche. Das schaffen wir. Wir schlagen die Kinder. Das kam jetzt falsch. No. Wir schlagen die Kinder. Vor allem, ich bin Erzieherin, ne? Ja, ich nicht. Ja, okay. Jetzt weißt du, warum. Ja. Oh Gott. Okay. Warten auf anderen Spieler. Oh, also. Es geht los. Okay, Lasset die Eiersuche beginnen. Ha, okay, suchen. Okay, hast doch. Du ein Ei? Schneller! Hast du ein Ei? Nein! Nee. Nein, nein. Bist du ein Ei? Das ist ein Ei. Ich hab ein Ei. Wo? Hier, ich hab's schon. Das Achso. War. Oh, hier ist noch eins. Ein blaues. Hier ist noch ein gelbes. Ah! Nein! Hier schwabbelt die Kinder schnappen es mir weg. Geh weg, Kind. Schlag die Kinder. Gehst du da? Ei. Ich schlag sie auch. Noch ein Ei. Ich hab das Ei. Der Dipshit ist einfach dran vorbeigelaufen. Ja, yeah, bei mir auch. Oh, hier, noch eins. Jetzt da ist auch noch eins. Hier an der Küste, ich habe auch eins. Vier. Fünf. Ich habe noch eins da unten. Da ist eins auf dem Auto. Ich komme nicht drauf. Geil. Hier ist noch eins. Am Baum. Okay, fuck this. Meins. Ja. Das Kind ist dran voll vorbeigelaufen. Ha, nein, das habe ich gesehen. Ich auch. Oh. Ah. Laut Wiki sind die tollsten Geschenke Amethyst, Brombeerpastete. Amethyst kann ich. Damit kann ich arbeiten. Wow, oh. Schaut euch all die Eier an. Wenn ich euch Kinder dazu kriegen könnte, Müll so effizient aufzusammeln, hätten wir die sauberste Stadt. Diesseits des Edelsteinsees. Und jetzt der Gewinner der diesjährigen Eiersuche: Eroshima! Dammit! Hier ist dein Preis. Viel Spaß. Nun, das war das Eierfest für dieses Jahr. Danke, dass ihr dabei wart. Und jetzt haut alle ab! Na, verpisst euch, Mann! Ruhe haben! Ich bin zu Bett! Ah. Oh, das ist cool! Hi! Und auf einmal ist es spät. Mit dem Busch auf dem Kopf. Oh, hier, mein Flamingo! Ich hab einen Strohhut! Der Flamingo ist ja geil! Ich hab einen Flamingo, nice! Ich hab einen Strohhut. Guck mal. Oh, wie cool. Ah, oh, ist das geil. Oh, wie cool. Da bin ich voll, da bin ich voll neidisch. Ah, oh, ist der cool. Aber der Flamingo ist schon auch cool, ne? Ja, ja, auch gekauft, ne? Den hätte ich ja auch gern. Und ich hab Erdbeersaats einmal gekauft. Ich auch einmal. Also können wir uns ein paar Erdbeeren pflanzen. Können wir eigentlich noch schnell irgendwo einbuddeln? Hier, vielleicht. Ich schnapp mir nochmal schnell einen Fisch aus dem Wasser. Als Nachtisch? So in etwa. Hast du noch hier irgendwo? Hier kannst du deine Erdbeeren einpflanzen. Da unten? Ah, da. Ja, hier. Hier, ach, hier, ich stehe. Oh, oh, there we go. Perfekt. Und ab in die Kiste. Ab in die Kiste. Ich habe noch volle Energie, also eigentlich könnte ich die Nacht durchmachen. Ach so. Aber echt? Ich habe nur noch halb. Nee. Hast du wohl nicht alles gegeben beim Eierfest? Ich habe alles. Ich habe jedes Ei gegeben. Was ist der Sinn des Spiels? Es ist wie Harvest Moon. Und ich weiß nicht, es ist irgendwie voll... It sucks me in. Alter, habe ich viel durch Fischen. Eine Heilbutt ist pro Kopf 100 Gold wert. Alter. Anscheinend. Krass. Hätten wir das mal früher bekommen, hätten wir beim Eierfest noch mehr kaufen können. Wären wir mal rumgeeiert. Okay. Mein Plan, heute geht's in die Mine. Hui, ja, heute geht's in die Mine. Ah, ich hab meinen Hut wieder vergessen, der ist so geil. Ich lass meine Dings mal, meine Angel mal hier. Okay. Brauche ich ja nicht. Erstmal gießen. Mal gießen. So, ich hab schon mal eine Dings. Ach, die Katze. So, und wenn ich einen Amethysten finde, weiß ich genau, wo der hingeht. To the ladies. Louis mag Eier, ja. Wo ist sie denn? Abigail. Lecker. Ach, da kann ich sogar... Da kann ich sogar sehen, ledig. Aha.
Ja, siehst du auch, wem du schon Geschenke gemacht hast. Ich könnte was mit der Hexe anfangen? What? Welche Hexe? Oh, war da nicht was von einem Zauberer? Ja, ganz im Westen irgendwie. Stimmt. Müssen wir ja auch mal irgendwie hin. Oh, guck mal, wir haben ganz viel. Von? Pastinaken, glaube ich. Oder Kartoffeln? Nee, Kartoffeln! Kartoffel! Ganz, ganz viele Kartoffeln. Voll geil. Oh, ich wollte ja gießen. Willst du eine Cola? Kriegst du aber nicht. Jetzt haben wir aber doch keine Eier bekommen, ne? Nee, Eier, dafür haben wir anderes cooles Zeug bekommen. Ja, stimmt. Der Flamingo, der toppt alles. Und mein Strohhut. Ja, ey, du hast einen Strohhut bekommen. Du kannst jetzt Ruffy cosplayen. Ja, das ist richtig cool. Ich kann mich neben die Heuschrecke stellen und keiner sieht den Unterschied. Guck. So. Huh? Wieso ist die Musik weg? Was ist passiert? Hier unten, wo wir jetzt sind, wächst auch Gras. Also ich bin jetzt in der Mine. Okay, weil die Musik war hier so plötzlich weg, da habe ich mich richtig erschreckt gerade. Ich dachte, du hast was ausgelöst. Nee, ich bin in der Mine und ja. Okay. Dann komme ich mit Kartoffeln in die Mine. Ich habe Sneakers. Was zur Hölle? Ich habe Sneakers von einem Slime bekommen. Cool. Vielleicht braucht er die nicht mehr. Plus Verteidigung. Oh, what are those? Okay, sorry. Die Heuschrecke ist eine Vogelscheuche. Habe ich Heuschrecke gesagt? Habe ich Feind gesagt? Okay, sorry. Das ist bei uns in der Kont wie in letzter Zeit ein Meme hier aus Game One immer. Hab ich Feind gesagt? Den scheiß Spieler müsst ihr überraschen. Das ist so blöd, mir passiert das ständig. Ich sag zu Gegenständen so oft den falschen Namen. Und ich habe jetzt zur Vogelscheuche anscheinend Heuschrecke gesagt. Ist ja auch das Gleiche. Okay, hier sind... Heu, da die Teu rum. Hier laufen Bahnschienen lang. Ja, ich will damit fahren, mit diesem kleinen Zug. Ah, wer weiß, vielleicht finden wir ja da den Ursprung des Ganzen. Kann ich da irgendwie... Cool. Nee, kann ich nicht. Aua. I will slap ya. So, ich bin gleich da. Oh, oh. Also ich bin schon ein paar Stufen runtergegangen. Passt. Shiba halt. Hey, was soll das heißen? Ich komme gerade nicht ganz drauf klar, dass ich fucking Sneakers von einem Slime bekommen hab. Du hast eine Kirschbombe übersehen. Ich? Mhm. Da lag eine Kirschbombe rum. Scrap bei dir. Ich wollte gerade sagen. Deine Schuhe sind ja geil. What are those? Vorhin reden wir noch über diese roten Schuhe und jetzt hast du welche an. Witzig. Das ist eine Minenlore. Slash. Ich muss unbedingt das Schwert upgraden. Ja, Tito. Oh, guck mal, ich habe schon den Durchgang gefunden. Ja, dann gehe ich mal runter dann. Okay, Gras brauche ich jetzt nun nicht. Da habe ich lieber, nehme ich lieber Quarz mit. Ja, ich gucke mich hier noch mal ein bisschen um auf der Etage. Ja. Vielleicht sind hier noch Erze. Ich will nur das nächste schon auslösen, dass wir halt... Ja, aber hier scheint nichts zu sein. Nö, hier ist auch nichts. Ist ein großer Raum voll nichts. Ja. Okay, jetzt bin ich auch auf der Ebene. 15? Wo kann man... Ach da, 14. Nee, ich bin 14. Ah. Nee, ich guck mich hier echt, trotzdem. Du hörst dich viel älter an. Blöde Sprüche kann ich auch. Das ist auch nicht schwer. Die sind Slash. Geil. Oh, ein Brummer! Ein Brummer! Hilfe! Ach, hier warst du, okay. Ah, da ist noch ein Amethyst. Au! Aua! Oh, was ist denn das für ein Viech? Voll der Brummer! Vor allem, es gibt offenbar zwei Wege nach unten. Maden! Es gibt zwei Wege nach unten, so wie es scheint. Welchen hast du genommen? Oh mein Gott!
Ich habe keine Ahnung, aber diese Maden, die puppen und dann werden sie zu diesen Brummern. Oh mein Gott! Mach doch nix, die Brummer sind, die sind meistens One-Hit. Nein, nein, das sind neue Brummer. Und die brummen richtig. Die brummen richtig. Aber du, sowas von. Ja, warte mal, ich guck mal gerade. Gott! Okay, ich bin 15, das heißt... Ja, jetzt haben wir schon mal einen neuen Checkpoint. Ich bin fast noch voll an Energie. Und ja, den habe ich ja schon gemacht. Ich bin auf 16. Oh. Lass mich raten, das wird jetzt mittlerweile hier unten so dunkel, dass wir mittlerweile Lichtquellen brauchen. Noch geht's, nee. Hier hängen noch Laternen. Also hier... Ich guck mich ja trotzdem noch mal kurz um. Nee, hier ist nichts. Jetzt bin ich auch auf 16. Ich hab die Brummer gekillt. Oh, ist der so her viel, mal kommen? So viel Erz. Ja, ich musste ja erstmal killen hier. Und zack. Ich hab eine Idee zu den Eiern. Vielleicht muss der Flamingo Eier in den Strohhut legen. Das ist mein Hut. Ja, eben. Bäh, Slime, wo kommst denn du her? Ich weiß auch nicht, der war gerade noch nicht da. Oh nein, die sind auch wieder da. Die Brummer. Cool, ich habe aktualisiert. Da. Maden, ja, ich sehe schon. Aber ja, und die werden dann zu Brummern. Ach du Scheiße. Ja, genau. Ach du Scheiße. Ich suche gerade nach einem Weg. Ach, da oben. Okay, runter. Einfach weitergehen. Hier gibt es nichts zu sehen. Okay, ich bin weg. Tschüss. Ja, vor allem, das sind die gleichen, die ich gerade schon... Die... Sind das diese Karotten? Scheinbar. Warte mal. Cool. Ich muss sowieso mal kurz... Ich habe keinen Platz mehr. Ja, ich... So, hast du schon? So. Was denn? Hast du jetzt schon die Möhren? Nee. Nee, ich hab die nicht. Hast du die genommen? Ich hab sie auch nicht. Hä? Wer hat die Möhre? Ich meine, ich hab hier jetzt... Doch, ich hab sie! Höhlenkarotte! Ich wollte gerade sagen, aber weil ich hab zwei. Jetzt... Hä? Ich hab okay. Saatgut jetzt auf einmal. Okay. Schuhe! 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 Weißt du, ich krieg was meine... Was schmeiß ich jetzt weg? Ich krieg meine von einem Slime. Kannst du sie nicht direkt ausrüsten vielleicht? Nicht sehr robust, sehen aber gut aus. Na, immerhin. Oh, ein Dickter. Meine sind aber besser. Mist. Na gut. Vielleicht kann ich die hier verkaufen oder so. Das ist blöd. Bloop. Das ist gaff. Ah, hier geht's nach unten. Und hier ist wieder so eine Larve. Okay, ich ignoriere dich mal, weil ich nicht mehr... Ich bin auf fast halber Energie. Hier unten wird's auf einmal so grün. Ja, ne? Irgendwie schon. Oh, da greift mich was an. Ich hab eine Kartoffel, wenn du willst. Ich hab extra Essen mitgebracht. Ah, nee, noch ist alles gut. Okay. Noch. Oh nein, da kommt ein dritter. Hilfe! Hilfe, vier! Geh einfach, fünf. Geh einfach runter. Ich kann nicht! Ich sterbe! Ich bin sowas von tot. Okay, ich bin unten. Ich esse eine Kartoffel. Ich wollte gerade sagen, sonst heil dich erstmal oder... Oh. Bug-Info. Wenn Alter. Mindestens zwei Spieler zum Beispiel Steine gleichzeitig aufheben, haben beide den Gegenstand oder dessen Stapel, also quasi dupliziert. Ah. Aber das ist doch Cheaten. Ein bisschen. Okay, müssen wir so... Man kann das gar nicht so aus dem Inventar schmeißen. Man muss es wegwerfen. Schade. Okay. Jetzt verballere ich meine gesamte Energie auf der Suche nach dem Weg nach unten. Ah, yes. Weil ich würde gerne noch... Wenn wir jetzt schon die bei... 20, ne? Ja, 20. Ja. Oh, fuck. Und dann kommt ausgerechnet jetzt so eine Mega... So ein O-Mod. Oh Gott. Ich okay, komme, ist dead. Ich hab's gekillt. Du? Der hat zum Glück nicht viel ausgehalten. Ah, yes. Okay. Ich habe ja Schiss, dass jetzt hier irgendwie auf einmal ein Boss kommt oder so. Ja. Sonst warte mal, kann ich dir Saatgut geben? Oh, warte.
Erstmal. Bin voll. Nein, Saatgut geht sogar. Aua. Warte mal, dann gebe ich dir das mal. Kann ich nicht. Doch, hier. Oh, fuck. Ah, fuck. Hilfe! Ah. Geht das schon wieder. Weil das immer erst Motten sind und wenn man dann länger wartet, dann ja. Entpuppen die. Ah, dann puppen die. Nicht entpuppen. Oh Gott, hier sind drei Stück. Das sind ja. Oh fuck. Oh fuck. Oh shit. Stirb! Hast du schon ein besseres Schwert mittlerweile? Nee, leider nicht. Oh Gott, was geht denn hier ab? Lauf einfach! Ich lauf! Lauf! Piss dich! Aua. Wo ist der Ausgang? Yes, dead. Nein! Bitte? I died! Nein! Und wo bist du jetzt? Der Ausgang! Oh Gott! Ich hab's geschafft! Und ich hab ein Schwert bekommen! What the fuck? Linus hat mich gerettet! Ich bin irgendwie in den Minen gefunden, nur das Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Oh, scheiße. Oh, oh nein. Wir haben ziemlich starken Kopf geschlagen, aber wir haben einen kompletten Film, so die letzten 10 Ebenen. 100 Gold und 2 Gegenstände. Oh. Okay, ich habe nichts so Wichtiges verloren eigentlich. Okay. Doch, ich habe. Na, okay, ich habe noch die 50 Kupfer. Okay, aber 20 ist. Nee, ich kann nicht auf 20 runter. Lauf, Shiva, lauf! Weil ich einen Filmriss hab. Ach, du kannst nicht zu mir, oder wie? Nee, auf ich kann 20. nicht. Bist du noch in der Mine? Ich bin noch in der 20, ja. Komm mal dann nach oben, vielleicht kann ich dann ja. Oder ich muss. Ich kann aber auch nicht mehr auf die 20, ich kann nur noch zur 10. Scheiße. Habe ich wegen dir jetzt auch einen Filmriss? Hätte ich nochmal was machen sollen, aber oh, was? Fuck. Oh, ja, ich bin müde. Ja, es ist auch schon spät. Shit. Ja, ich gehe. Aber ich habe ein neues Schwert bekommen, das ist ziemlich cool. Echt? Ja. Ich muss mal gucken. Ich habe ein Kurzschwert bekommen. Alter, ich bin trotzdem fast tot. Man sollte dann also nicht nochmal wieder reingehen. I see. Meine Energie ist auf null. Dass ich überhaupt noch stehe, wundert mich. Ah, Mann. Ja, Marumon. Wegen diesen scheiß Viechern da. Bett gehen, ja. Scheiße. Rüstung. Ihr braucht Rüstung. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal nicht runter, sofern ich jetzt nicht bessere Ausrüstung habe gegen diese ekelhaften Fliegeviecher. Ja, die sind echt furchtbar. Ja, vor allem, die machen Schaden, ey. Marumon, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Ja, der Schaden ist echt ekelhaft. Und es sind auch so viele dann halt. Irgendwie haben mich gerade 5 von denen verfolgt. Ja, das Nervigste ist ja einfach so, wenn sie es... das gilt ja offenbar, sobald du auf der Ebene bist. Aber dann können die ja irgendwo sein oder deine Puppen sich und dann bist du gefuckt. Ja. Da war ein Hase. Oh, guck mal, du hast irgendeinen Bahn fertiggestellt. Kannst du dir morgen anschauen? Ja, wo ich mir morgen. Ich habe hier noch Dings reingeschmissen. Okay. Dingsbums. Geht ja beide in ein Pad? Nein. Plus 5 LP. Und neue Herstellungsrezept. Robuster Ring. Minenarbeit Stufe 1. Plus 1 Spitzhackeneffektivität. Spitzhackeneffektivität und neues Herstellungsrezept. Treppen. Ich kann Kirschbomben machen. Die konnte ich schon vorher, witzigerweise. Ah, okay. Wahrscheinlich hast du die schon mal gefunden, ne? Oh, guck mal, was wir alles eingenommen haben von den Kartoffeln. Ja, davon ja. Ich war ja nicht angeln diesmal. Voll gut. Da kommen noch viel schlimmere Gegner als die Maden. Gut, also sollte man nicht unbedingt... Mit dem Hut im Bett, wie geil. Ach, guck mal, jetzt haben wir Kupferbahn. Und Post.
Sie haben Post. Hallo, mein Liebling. Ich weiß, dass du gerade erst mit dem Gärtnern angefangen hast. Deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Nicht spoilern. Die meisten Pflanzen wachsen nur in einer Jahreszeit. Wenn der Sommer kommt, werden all deine Frühlingspflanzen vergehen. Also plane gut. Oma Evelyn. Danke, Oma. Dann pflanze ich jetzt nichts mehr, oder was? Effizienz-Schorschmann. Ich weiß ja gar nicht, wann die Jahreszeit vorbei ist. Was haben wir denn jetzt? Wir haben immer noch Frühling. Und wann fängt der Sommer an? Keine Ahnung. Huppala. Was macht die Kirsch? Die Kirschbombe löst eine kleine Explosion aus. Wie cool. Cool, ich kann Leute sprengen. Ich habe eine Krabbe, die könnte ich verkaufen. Und den Amethyst kann ich auch verkaufen. Und die Höhlenkarotte wollte irgendjemand haben, ne? Ja, irgendwer wollte die. Jede Jahreszeit 30 Tage. Scheiße. Sommer fängt nach dem 28. an. Welchen haben wir denn? 15. oder? Montag 15 steht da. Ja, stimmt. Ja, gut, dann passt es ja eigentlich noch ganz gut. Ich geh mal die Geode. Oh, jetzt hast du da schon drei. Ja, ich hab ihn abgegradet. Mit einem dauert mir zu lange. Ich möchte einen Sprenkler. Was brauchst du dafür? Ich will, ich brauche, warte. Kupferbahn und Eisenbahn. Jeweils eins. Ich hab hier Eisenerz, das kann ich auch einschmelzen. Dann noch Kupfer. Kupfer habe ich auch, jeweils. Benötigt 5 Erze. Ach du Scheiße, ich brauche bei Eisen brauche ich 5 Erze, um Bahn herzustellen? Jesus Christ. Okay. Gut, dann mache ich noch ein paar Kupferbahnen. Der Stamm schreibt, kaum war ich hier, wurde meine Familie für primitive Zäune abgeschlachtet. Es tut mir leid. Allein schon primitive Zwecke, also jetzt übertreibst du aber. Ist gar nicht primitiv, hat sogar ein Tor. Nein, das Holz wird sehr lieb gehabt. Alles gut. Ach so, das braucht ein bisschen mehr. So, guten Dach. Brechen wir mal die Geode auf. Was war da drin? Lehm, toll. Perfekt. Obwohl, kann ich nicht was verbessern? Nö. Ups, so. Ich glaube, ich gehe mal noch ein bisschen Holz suchen, dass wir denn die Brücke machen. Ja, das haben wir ja schon fast zusammen. Wie viel haben wir? Ah, oh, man kann so viel machen. Über 200 auf jeden Fall. Ah, warte, ich guck mal in die Truhe. Wir haben 207. Wir brauchen also noch 93. Dann gehe ich mal ein bisschen... Dann benehme ich mich mal ein bisschen wie die Axt im Walde, wie man so schön sagt. Erreiche Ebene 40 in den Minen, dann kriegen wir was, okay? Ja, das wird so bald nicht passieren. Ja. Scheint ja letzten Endes schwerer zu sein als gedacht, ey. Ich meine, for fuck's sake, das... Ne? Allein 20 ist schon heftig. Mhm. Ach hier, erste Schritte, Belohnung, okay. Sag Hallo. Oh, wir müssen noch 8 Leute begrüßen. Also ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das dann zusammenzählt, mit wie vielen Leuten wir schon geredet haben. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass da oben jetzt mein Zeug liegt, wo ich nicht ankomme. Oh nein. So, wer wollte jetzt die scheiß Karotte? Oder vielleicht will sie die gar nicht mehr. Shit, warum fällst du in die Richtung? Ja, aber wir streamen beide. Da ist doch nimmer... Mano! Kiefernzapfen, cool. Hi, Penny. Ich liebe Tiere. Frau Eroshiba, kümmere dich gut um sie und wir werden definitiv Freunde. Sag nicht nochmal Frau Eroshiba und wir werden sicher gute Freunde.
Doch die wichtige Frage ist, wo finde ich Abigail? Wieso kann ich nicht mit der reden? Eine Wasserfarm, ja. Die Revolution der Bäume. Bärchen! Hey, Darts, the Demon King. My dude. Ja, Bäume. 1, 2, 3, 4. Oh nein, ich hab schon wieder vermasselt. Muzzletor. Und Starwolf, danke fürs Hosten. Ich hab hier einen Turm. Ich glaube, das ist der Turm des Zauberers. Cool. Soll ich reingehen? Ja, warum nicht? Ich nehme mal mein Schwert. Sicher ist sicher, ja. Ja. Das Bier ist okay. Leer, ja, leider. Oh mein Gott, ich bin drin. Okay, ich habe genug Holz. Also wir könnten jetzt beim nächsten... Also wir können jetzt die Brücke reparieren. Ich hab ein Event. Ah, komm herein. Die Musik ist ganz komisch. Das erinnert mich an Zelda, diese kleinen Zauberhütten. Ich bin Rasmodius, Sucher der arkanen Wahrheit. Vermittler zwischen dem Physischen und dem Ätherischen. Ah, Meister der sieben Elementare. Hüter des heiligen Haar. Du verstehst schon. Falsche Truhe. Und du, Eroshiva, deine Ankunft habe ich schon lang vorhergesehen. Da warst du noch gar nicht geboren. Ich wusste es schon. Hier, ich will dir etwas zeigen. Das ist PC-Koop, yes. Sieh her. Ein kleiner Apfel mit Beinen. Siehst du schon wieder deine Äpfel? Ich meine, ich habe seit Ewigkeiten die Feen nicht mehr gesehen. Die einfach unseren... Du hast schon einmal einen davon gesehen, oder? You saw that shit. Sie nennen sich Unimus. Okay, das... Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Der hält ihn gefangen. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben. Aber hey, Kyrium. Es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Kyrium, moin. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Ja, war ziemliches Gibber. Warte hier. Ich werde mir das persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Jetzt ist er einfach verschwunden. Darf ich jetzt hier alles auseinandernehmen? Ah! Jetzt kommt er auf einmal von der Tür wieder. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Ich bin nämlich ganz toll. Wir, die Unimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Eins mit der Waldmagie. Was meinen Sie damit? Schniff! Schniff! Ja, eigentlich bin ich ein Hund. Sniff, sniff. Hahaha, ich hab's! Komm her! Ich werfe dich in diesen Topf. Das klingt nicht gut. Was? Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn. Moosmaden. Karamellgiftpilze. Kannst du es riechen? Da. Ja, es riecht ganz, ganz toll. Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Was? Was machst du da von kranken Scheiß, während ich hier... Ich nehme an seltsamen Ritualen teil. Ich habe gerade getrunken. Schon wieder? Es tut mir leid. Oh Gott, ich sehe alles ganz verschwommen und grün. Es tanzt und dreht sich und
Bäume. Bäume. Was zur Hölle machst du? Voll viele Bäume. Schön. Oh. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Junimo-Schriftrollen entschlüsseln. Und es ist plötzlich 9 Uhr abends und ich stehe draußen im Wald. Okay. Hallo, Feier, danke für den Bett. Auch Bären im... Was? Im Spiel auch Bären, die den Müll... Was? Oh, ich verstehe. Okay, scheinbar ist es nicht so easy, an Abigail ranzukommen. Schade. Das war eine sehr interessante Erfahrung gerade für mich. Sehr schön. Ja, ich merke schon, du scheinst da, ne? Ich hab meinen Spaß, du ja. Ja, das ist schön. Was ist denn ein Springbrunnen? Ich komme hier so ein bisschen in Ach, der... Ach, war ne? los, hey. And we put it in a bin, bam, bam. Ja, Alufe versteht mich, sehr schön. Nur du kannst Waldbrände verhindern helfen. Immer frag mich die Twitch-Streamer, okay, wie spricht man das aus? Es regt mir gegen dich, du kannst nichts dafür, wenn ich weiß, wer. Aber trotzdem... Soll man schlafen gehen? Wieso weiß das keiner? Meine Güte, weil niemand weiß, wie man... Wer steht das, denn hier? Sorry, mein Dude, aber niemand weiß immer, wie man solche Namen auszusprechen hat. Es ist nun mal leider so. Du hast mich gerade sehr erschreckt. Auf einmal standest du da. So voll im Schatten drin. So voll? In der Shadows. Ja, voll du. Mein ohne voll, Scheiß. Alter. Würde ich mich jedes Mal aufregen, wenn jemand meinen Namen falsch ausspricht? Meine Güte, dann hätte ich nichts Besseres zu tun. Es ist nun mal manchmal so. Du kannst nicht ja, immer von Ja, wenn du dir sowas aussuchst, gell? Na eben, du hast dir den Namen ja auch selber ausgesucht. Bei mir gibt's auch alle möglichen Variationen, Mai. Zu mir sagt man auch andauernd Schuschmann oder was weiß ich nicht alles. Schuschmann. Ja, das klingt so scheiße jedes Mal. Weißt du, du raidest jemanden und dann sagst du, Mr. Schuschmann. Und ich denke so, Alter, ist nicht so schwer. Es ist nun mal so, also, ne... Na? Was ist, wenn du in die Kiste letztes reingetan hast? Moment, was sie letztens rein... Als letztes diese Tropfen waren, glaube ich... Ich glaube, das sind... Harz? Wieso blockiert er was unsere Truhe? Was? Ja, da hat sich irgend so ein kleiner Sprössling gebaut. Ja, es ist Harz. Nein! Nicht essen, es schmeckt aua. Hast du schon probiert? Es steht da. Wir haben ja schon wieder Post. Lieber Nachbar, ich hoffe, du fühlst dich in deinem neuen Haus schon wohl. Ich schreibe dir diesen Brief, um dich wissen zu lassen, dass Piers Laden jetzt Dünger verkauft. Warum schaust du nicht mal vorbei? Vielleicht kannst du dir ein paar Dutzend Boxen leisten. Ein paar Dutzend Boxen? Ja, klar. Wie wär's, wenn wir die Brücke reparieren? Können wir das schon? Ja, wir haben genug. Oh ja, dann machen wir das. Ich hole nur meine Sachen. Vor dem Schwert? Das ist meine Angel. Und das, was ich da reingepackt habe, das sind Köder. Köder für meine Angel. Okay. Bitte nicht. Okay. Ab dafür. Auf zum Strand. Juhu. Tag am Strand. Du hast ja schon den perfekten Hut dafür. Der Zauberer ist Reggie Gandalf und er geht dahin, wo der Hanf blüht. Das Gefühl hatte ich auch. Genau das. Was? Nein, vor dem Schwert in der Kiste. Hey. Dann habe ich da jetzt gerade keine Ahnung. Ich habe jetzt keine Lust zurückzugehen. Yay, Strand! Mein Gartenstrand. Ist hier irgendwo. Eine Muschel. So, hier rechts ist es. Hier ist ein Fragezeichen. Ah! 300 Stück Holz benutzt, um die Brücke zu reparieren. Yes! Dong, dong, dong! Bei mir passiert gar nichts. Ah, Brücke. Du gehst einfach über Wasser gerade bei mir. Echt jetzt? Ich komm nicht rüber. Ja. Dann reload mal für dich das Gebiet vielleicht. Ja. Oh shit, die haben Seeigel gefunden.
Und eine Koralle. Und eine Muschel. Und eine Muschel. Da scheint hier so eine Art... Ja, ja, fast schon... Komm rüber. Ja, da musst du das bei dir wahrscheinlich laden. Ja. Das wäre ja auch blöd, wenn wir das beide machen müssten irgendwie. Hier sind Korallen und all so ein Zeug. Mhm. Und hier ist noch ein Steg. Ein Steg? Für nichts. Ein gutes Steg. Ich könnte hier angeln, aber ich könnte auch erstmal zu unserem Fischhaini gehen und die ganzen... Schon lange kein Steg mehr gegessen. Ja, kannst du machen. Das soll 300 Holz wert sein? Na, wir können jetzt hier immer rüber. Wer weiß, was hier nachher noch kommt. Ja, vielleicht außerdem kommt ja noch was. Mal gucken, für wie viel ich jetzt so die Seeegel und Korallen verkaufen kann. Mal davon abgesehen, über Holz. Hast du die alle mitgenommen? Hä? Hast du die alle mitgenommen? Yes. Okay. Weil ich habe gar keinen gesehen, deswegen. So. 60 dafür, Segel 160 und für zwei Korallen auch 160 und für die Muscheln pro Stück 50. Es ist gutes Geld und wenn das da einfach nach jeder Nacht einfach rumliegt. Ja, können wir machen. Also von daher. Forellensuppe hat der auch im Angebot. Lege sie ins Wasser, ja. Setze einen Köder hinein und schaue am nächsten Tag, ob du irgendwas gefangen hast. Funktionieren Flüssen, Seen und Ozean. Ja, aber warte mal, Krabben-Dings kann ich doch selber bauen. Da habe ich doch ein Rezept für. Hier, da brauche ich aber auch Eisenbahn für. Und Eisenbahnen sind, hui. Hui, hui, hui. Könnte ich mir kaufen, aber... Why? Habe ich jetzt immer noch nicht mit allen geredet? Scheinbar nicht. Ich gehe ein bisschen angeln hier. Da ist ein Hase. Müssen die Haushaltskasse aufbessern. Ja, müssen wir. Müssen wir. Kauf das nicht. Was? Ja, ich... Meine Güte. Jesus. Du stirbst, wenn du das kaufst. Ja, so wie das jetzt gerade gesagt wurde, habe ich das Gefühl, irgendwie ein Zombie-Virus wird freigesetzt, wenn ich das kaufen würde. Oh, das würde ich gern sehen. Ich meine, ich weiß, dass ich den Scheiß selber herstellen kann, deswegen habe ich es auch nicht gekauft. Panik! Nach dem Motto, das nächste Raccoon City bricht aus, sobald ich hier diese fucking Krabbensläuse kaufe. Ja, natürlich, natürlich, immer. Weißt du, alles, was ich möchte, ist ein schönes Krabbenbrötchen. Du hast den Erfolg Fischer erhalten. Ja, es ist sogar ein richtiges Achievement auf Steam, wie cool. Ah, du bist ein richtiger Fischer. Wundert's. Ja. Ich mach literally die ganze Zeit meistens nichts anderes. Es ist so, das ist so mein Talent hier in dem Spiel bislang. Oh. Ja, aber super. Ich meine, es bringt ja auch ganz gut Geld. Ich habe mit dem vielen Wasser genommen. Du, ich hätte auch kein Problem gehabt, jetzt irgendwie hier die ganze Zeit irgendwo hinzumarschieren. Und ja, aber ist doch super. Da kann jeder seine Talente einbringen. Eine gefrorene Geode? Zwei Stück davon. Aha. Okay, noch hat der Schmied ja auf. Ich gehe da mal schnell hin. Ich schmeiß mal noch die letzten Samen rein. Ich hoffe, das klappt noch, dass die was werden. Ich tick nur noch schnell die Fische hier. Aber sollte eigentlich noch gehen. Upa. Bingo. Money. Money. We do the money. Money, money, money. Money, money. Genau. Money. Eine gefrorene Geode, ist das... Na, ich wäre mehr der Farmer-Typ. Ja, siehst du, das unterscheidet uns jetzt, weil ich bin eher so der Typ. Ich bin mehr so dieser. Ja, ich gehe fischen. Fischi, fischi. Möchtest du Kohle? Ja, fand sie bestimmt super. So. Ich mache mich bei Leuten immer beliebt, indem ich den Leuten Steine und Kohle schenke. Ja, ich auch. Geode aufbrechen. Manche freuen sich. Oh, unsere Erdbeeren hat die blöde Krähe kaputt gemacht. Oh, dieses Mistvieh. Wir brauchen hier unten auch noch eine Vogelscheuche. Die hat Geld gekostet, du Mistviech. Voll viel Geld. Ah. Oh, was ist das denn? Ozeanstein. Unten, was war das? Was tut das? Ein Schiefer. Mineral. Okay, gucken wir mal bei Gunther.
Der Gunther. Sondern weil man 3 Kramhäusen in einem Gemeinschaftszentrum für eins der Bündel bekommt. Was? Weil man 3 Kramhäusen im Gemeinschaftszentrum. Aha, ich habe nur leider keine Ahnung, was Bündel sind. Bündel? Ja. Was für Bündel? I have no idea. Okay, Bündel ist halt viel zusammengebunden. Und so. Hallo, Museum. Bieraffe. Oh, das finde ich gut, Bieraffe. Bieraffe finde ich nicht so toll. Hier liegt ein... Immer noch niedlich. It's still cute, though. Blumen aufsammeln, die man manchmal finden kann und diese kann man dann verschenken. Ach so, ich kann Blumen verschenken. Cool. Das ist cool. Oh, ich habe noch 9 Pastinaken. Die muss ich jetzt irgendwie noch loswerden. Ist sie. Ist sie. Die Samen? Ja. Okay, wenn mir dann nicht schlecht wird. Wächst dann in mir eine Pastinake? Jo, willst du Kohle? Du verstehst es wirklich nicht, oder? Alter, Jesus. Komm mal von deinem Emo-Trip runter. Was Keiner mit dir? Versteht mich. Elliot, hey, großartige Idee. Kann ja kommen, wenn du am wenigsten erwartest. Aber ich verstand den Füßen. Brauchst du ein Brett? Ich bin ein großer Fan davon. Das ist mir doch scheißegal, ob du ein Fan davon bist, Alter. Ich geb dir Holz. Holz ist ein Multitool. Ja, und, immer. Alter, weißt du, ich wäre froh, wenn man mir Holz schenken würde. Ja, Holz ist super. Ja, eben. Meine Güte, du kannst so viel damit machen. So, ich will aber auch mal jetzt gucken, was ist in dem Saloon. Da war ich jetzt auch noch nicht. Bieraffe ist traurig, dass du ihn nicht magst, aber es ist eh viel schöner, dass ich ihn mag, schau. Es liegt an dem Wort Affe. Ich mag aber Affe. Nothing personal, so. Kid. Ich weiß ich nicht. Ich bin irgendwie nicht so auf Affen. Aber das Bier fand ich halt gut, ne? Das hat's rausgerissen. Das muss ich jetzt hier durchziehen. Ich will auch noch Bier brauen nachher. Ah, hier sind die Arcades. Obwohl ein Bier trinkender Affe auch irgendwie witzig wäre. Durchaus. Blumen kommen besser an als Steine. Ja, das glaube ich dir sogar. Ach, das sind Fässer. Könnte ich tatsächlich mal versuchen mit den Blumen. Oh mein Gott, ich kann wirklich... Aber freuen sich Männer nicht mehr über Steine als über Blumen, mal ganz ehrlich? Nee. Nicht? Und ein Ball? Sehen wir aus wie Hunde? Weiß nicht. Manche wahrscheinlich schon. Bringen diese Arcade-Games hier was? Nee, aber sie sind lustig. Thunder! Oh geil, ich bin super Zombie-Lord. Strike like crap. Ich hab so viel Quatsch. Ach so, das mache ich nicht weg. Ah. Shotgun. Sehr hübsch. Oh, das ist doch schön, was ich da gemacht habe. Da kann man nichts sagen. Gar nichts. Zaun. Achso, die wollte ich ja nicht behalten. Ah, fuck. Ach, mach mal noch ein Tor. Einfach, weil ich es kann. Und zack. Einfach, weil ich es kann. Männer freuen sich über eine Cola. Ah, nee, das glaube ich kannst du nicht verallgemeinern. Ich wollte gerade sagen, das kannst du nicht verallgemeinern. Das kannst du bei einem Ball eher. Wow. Das kommt auf die Blumen an. Ah, okay. Ah, shit. Also, wenn ich jetzt Rosen nehme, die sind ja so schön stachelig, dann ist es eine männlichere Blume, oder? Also ein Veilchen. Ich bin müde, ich sollte ins Bett gehen. Nee, was Lea mag, ist nicht mal so, ne? Abigail halt, ne? That's what Abigail ist es, die Abigail. Wenn schon, denn schon.
Pfui Cola, siehst du? Hier auch immer keine Cola. Vor allem diese ganze, diese Arcade-Games einfach. Du bist auf einmal ein Zombie. Zombie McCree. Und Bälle sind auch blöd. Ach man. Lea mag keine Eiscreme. Ich hab ja nicht mal Eiscreme. Wo kriegt man denn Eiscreme her? Hallo, Hamster. Also okay. Es ist schon spät, Jesus. Boah. Ich bin schon im Bett, ja. Ich warte schon. Weißt du, ich schon fast umgefallen hier. Ich habe noch volle Energie fast. Ich häng, ich häng die ganze Zeit in der Arcade. Ich habe die ganze Zeit in der Arcade gegammelt. Sehr gut. Oh ja, es wird spät. Ich bin ja schon auf dem Weg, Chef. Ja, komm. So, warte, ich pack nur noch kurz mein Holz weg. Holzi, okay. Holzi, Holz. Was? Okay. Okay, Bett. Time for bed. Yes. Eiscreme kann man später, glaube ich, selbst herstellen. Okay. Sammeln Stufe 2. Plus 1 Axteffektiv. Ich kann Überlebensburger für uns machen. Überlebensburger. Oh, wie geil. Na, ich weiß, was Abigail mag. Nur das Problem ist, ich finde sie immer nicht. Das ist das Problem. Das ist cool. Steht das nicht auf der Karte, wo sie ist? Doch, ich weiß, wo sie wohnt. Oder kann ich irgendwo nachgucken, wo gewisse Personen sind? Nee, aber du kannst jetzt hier nach Hause gehen, ja. Ja, hallo. Eben. Hi. Oh, wir haben Post. Die Post. Weil wir haben... Da ist noch hier... Neben der Abenteuergilde ist noch ein unbekannter Ort. Ich gehe da mal hin. Ich gehe mal ein bisschen erkunden. Oh, wir können unser Haus vergrößern lassen, wenn wir möchten. Naja. Mit einer Küche! Oh, ich will eine Küche. Wie teuer? Wir sollen zum Schreiner gehen. Der sagt uns das dann. Robin ist der Schreiner. Dann geh du mal sonst zum Schreiner. Sag mal, guck mal, was der meint. Wenn ich die Abigail sehe, sag ich dir Bescheid. Yay. Lachsbeere. Das ist so die Bären eines Norders. Weißt du, einfach eine Lachsbeere. Machst du Lapskaus draus. Lecker. Eisenbahn. Nee, Eisenbahn. Eisenbahn habe ich nicht. Was ist mit dir? Hey, gut genug im Vertrauen. Tut mir leid. Want some Lauch? Okay, er mag Lauch. Ich hab mit Lauch also was Gutes getan. Oh, mehr Lachsbären. Ist der denn jetzt so pur? Scheinbar. Mhm. Dann tust du dir nachher wahrscheinlich nichts Gutes, wenn du bei ihm stehen bleibst. Ich glaube auch. So, mal, das ist jetzt hier die Abenteurergilde. Verschlossen. 14 bis 22? Meine Güte. Die Zeiten sind so gut. Alter, was ist das denn hier? Dry Land mit einer kaputten Brücke, wo ich nicht reparieren kann. Mhm. Ey, die kann ich nicht reparieren. Da ist nichts. Komisch. Vielleicht nachher mal die Abenteurergilde fragen. Ja. Was die davon denken. Kein Wasser. Oh. Gut, gehen wir ein bisschen angeln. Wenn wir sowieso warten müssen, bis die Abenteuergilde aufmacht. Uppala. So, perfekt. Was wollte ich jetzt machen? Ah, einmal hier das Zeug verkaufen. Online gibt es eine Liste mit den Tagesabläufen. Ah. Und dann muss ich zu Robin. Oder zu dem Robin? Ich weiß nicht. Schmied, Friedhof. Klar hole ich mir die Schätze, wenn ich schon am Angeln bin. Most valuable shit. Zwergwels. Eine Geode und eine gefrorene Träne? Cool, direkt was fürs Museum? Cool. Eine gefrorene Träne. Hä, wo ist denn...
Wo ist denn Robin? Im Hood. Aber wo? Naja. Schmied, Bürgermeister. Hui. Kaulbash. Es ist echt schlimm. Angeln macht so viel Spaß einfach. Wow. Ich finde es total schwierig, dass man da wirklich in diesem Kästchen bleibt. Ja, bei manchen Fischen ist das ein bisschen tricky, aber ich kriege so langsam den Dreh raus. Okay. Kaufe Hering zum doppelten Marktpreis. Bitte direkt zu mir liefern. Harvey. Was brauche? Hering. Hering? Einen Hering möchte er. Ein Hering möchte der Herr? Ja, der Hering. Ja, warte, ich guck gleich mal. Wenn du kein Mädchen wärst, würde ich dich glatt zum Ballspielen einladen. Schon okay, ich schaue einfach aus der Ferne zu. Oder ich will mit dir Ball spielen, oder? Sauer? Was soll das bitte heißen? Was soll das denn? Ich Alter, will mit dir Ball spielen. Wirklich? Ich hab dich wohl unterschätzt. Ja, ich kann Ball spielen. Wow. Mein Arm schmerzt ein wenig, aber vielleicht nächstes Mal. Krieg ich Wer ist hier das Mädchen, Alex? Wer ist hier das Mädchen? Okay, meine Angel geht noch nicht weit genug. Dann leg dich doch jetzt hin, Verbalos, bevor du mir hier umkippst. Heik. Ah, lass mich raten, da wo es blubbert, wenn ich da angel, da gibt's die richtig geilen Fische. Wahrscheinlich, ja. Da sind die Feen drin. Höchstwahrscheinlich, aber da, so weit geht meine Angelroute noch gar nicht. Wahrscheinlich brauche ich dann eine noch bessere für. Ich angel hier auf jeden Fall weniger Trash als bei uns in der Nähe. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Schreinerladen. Ach, der ist bei dir oben. Oh, ein Karpfen mit 94 Zentimetern. Jesus. Ui. Schmeiß cool. Weg den Lauch. Wer braucht schon Lauch, right? Habe ich mit der schon geredet? Oh. Schmetterlinge. Okay, super. Bären geben aber auch gut. Ich kaufe jetzt keine Samen mehr, weil bald der Sommer beginnt und ich glaube, ich kann jetzt nichts mehr pflanzen. Sommer, also perfekte Anglerzeit. Ja. Oh Gott, was machst du bloß im Winter, hey? Ja, dann bin ich arbeitslos. Da weinst du. Kann ich Eis angeln? Das wäre so cool. Forellenbarsch. Oh, ist aber auch ein Elitefisch. Ich hau mal den... Ja gut, haben wir halt den einen Fisch in die Tonne. Macht jetzt gerade mal nix und dafür haben wir Elitefische. Da so. War schon wieder so ein kleiner Apfel. Das ist über diese Handwerksraum, Belohnung, Brückenreparatur. Gil, haben wir da, wenn du mir das zeigen kannst, Kind? Zähle für Monsterjagd. Hilf uns bei Tal sicher zu machen. 1000 Schleime von 2... Wir haben 22. Oh mein Gott, wir brauchen... Wir Alter. Müssen denen jetzt wirklich Opfergaben bringen. Der Abenteuer. Und dann kriegen wir Zeug. Sneakers. Cool. Also offenbar können wir hier in der Abenteuergilde auch noch Zeug kaufen. Und wir brauchen einen wilden Meerrettich, Narzisse, Lauch und Löwenzahn als Opfergabe, ja? Ja, super. Lauch habe ich gerade weggeschmissen. Das kannst du doch nie machen. Das wollen doch die kleinen Äpfelchen haben. Wo soll ich denn wissen, dass die kleinen Äpfelchen... Die sind kleine Äpfelchen. Was diskutiere ich da überhaupt? Kleine Äpfelchen, ich die glaube... Die wollen Lauch. Kleine Äpfelchen, ich glaube, es knackt. Ach, guck mal, Lauch. Hier, ich hab Lauch. Also wenn du... Oh, cool. Wenn du kurz... Im Gemeinschaftszentrum opfern. Ja, ich habe aber gerade keinen Platz. Warte mal. Ach so. Ich schmeiß mal die Fummelbeeren. Oder willst du dir den kurz holen? Ja, gleich, Weil ich kriege hier ich noch... Ich kann einen Hühnerstall kaufen. Cool. Weil ich kriege hier gerade noch mehr Fummelbeeren. Fummelbeeren? Lachsbeeren halt. Aber hier ist halt... hier findest du Lachs... Lauch. Cool. Dann komme ich gleich. Oh, eine Mühle. Oh mein Gott, wir können so viel Zeug kaufen.
Das Schlimme ist immer, wenn ich denke, das Spiel hat nichts mehr zu melden. Dann kommt auf einmal ganz viel. Dann hast du noch mehr, was du machen kannst. Und auf einmal... Aber ja, weißt du, wo ich bin? Ich bin hier so nahe der Mine, so ein bisschen. Ja, ich komm... Ein Schleimstall züchte bis zu 20 Schleime. Ja, wow, jetzt wird es ja auch noch Schleim-Rancher. Fülle die Wassertroge und die Schleime werden Schleimbälle produzieren. Ah, und dann? Ja. Dann bist du schleimig, würde ich sagen. Schleimspur hat eine ganz andere Bedeutung. Jetzt ist die einfach weggegangen. Ah! Der Apfel oder was? Nein, die Robin. Ich wollte auch noch mehr mit der reden. Und die ist einfach mitten in der Unterhaltung. Die ist hier bei mir. Hä? Die ist jetzt hier. Das gibt's doch nicht. Und da oben ist der Lauch. Da. Rechts von mir. Ah, cool. Den hole ich mir gleich. Na, die hat wohl jetzt Feierabend, ne? Was will er damit sagen? An welchen Pflanzen hat er denn Interesse? Eine Menge interessanter Pflanzen an deinem Hof. Sonst warte mal. Wo bin Ciao, Stamm. Wo? Ciao, Stamm. Ne, warte, hier bin ich jetzt falsch. Wo bin ich? Nee. Hier müssen wir das jetzt opfern. Ja, warte mal, das will mir nicht entgehen lassen. Das Opfern? Aber da fehlen noch ein paar Sachen. Ach so, was da denn? Da wird wahrscheinlich noch gar nichts passieren. Narzisse und die kleine Apfel. Ja gut, zum Dings kann ich jetzt heute sowieso nicht mehr. Das hab ich. Narzisse und Löwenzahn. Keine Ahnung. Okay. Belohnung Brückenreparatur. Hast du nicht irgendwas von der Brücke gesagt? Ja. Da bei der Dings hier. Die wird dann wohl repariert, wenn wir das hier alles geopfert haben. Tja, das kann dauern. Das kann echt dauern. Moment, Belohnung jetzt hier bei den, Bei den kleinen Äpfeln. Achso. Machen die das für uns. Die wird Minenarbeiter im Winter. Das könnte ich auch machen. Einfach im Winter in die Mine gehen. Ja. Und dann mich mit Monstern bashen. Stimmt. Machst du im Sommer Angeln und im Winter Minen. Die Bären behalte ich mal. Angeln und Minen. Oh, ich muss ins Bett. Ja, gute Aber Idee. Aber ich bin noch so fett. Ich auch. Ich habe fast noch volle Energie. Ja. Ich klopp ein paar Steine in der Zeit, die hier in meinem Garten rumstehen. Ich hau auch noch ein paar Bäume um. Warum sieht das eigentlich schrecklich nicht? Aus. Ha, dann muss ich halt morgen nochmal zu der Robin. Mei, oh mei. Ich weiß nicht, wie sieht das bei mir eigentlich aus? Oder, hä? Ach so. Kann ich da nicht... Kann ich nicht irgendwie nachgucken, was... Was nachgucken? Achso, nee, ich guck gerade bei dem sozialen Tab, ob ich da irgendwas mitmachen kann. Achso. Aber kann man nicht. Ob man da irgendwie gucken kann, was, wer, wieso. Nee, da steht, glaube ich, echt nur, wem du schon ein Geschenk gemacht hast. Was ihm tatsächlich gefallen hat. Ja. Wo die Person nicht gesagt hat, boah. Wie langweilig. Was ist das denn für ein Scheiß? So in etwa. Was soll ich denn mit einem Stein? So, und das hier bringe ich morgen zur Dings. Okay, Zeit für die Haie. Bin auch gleich da. Was? Kann man auch... Man kann auch mal ein Mädchen für 5000 Gold kaufen. Alter. Ins Bett gehen, ja. 5000 Gold. Auf jeden Fall. Alter, Mad Cash. Wenn du Mad Cash über hast, ja. Ui, neues Herstellungsrezept. Bienenhaus. Wir können Honig machen. Oh, geil. Bienen. Ja, die stelle ich ganz weit weg auf. Ja, ich wollte gerade sagen, stell sie dazu zu Großvater das Schreien. Ja. Mit dem, zeig Sehr dem gut. Arsch, was wir davon halten. Blöder Penner. Perfekt. Boah, Cash!
Alter, wir haben gerade echt gut Geld eigentlich. Ja, voll. So, wenn du willst, kannst du ein bisschen rumlaufen. Ich gehe mal ganz schnell für kleine Schiwis. Kudas. Ich werde jetzt nämlich, ich gehe mal zur Schmiede, zum Museum und dann, ja. Ja, ist ja perfekt. Du kannst ja trotzdem ganz normal weitermachen. Ja, eben. Okay, bis gleich. Bis gleich. Verschlossen. Mann, Mann, Mann. Ist man eigentlich immer der Einzige, der so früh aufsteht, oder kommen wir jetzt nur so vor? Na gut, dann gehen wir halt erstmal. Ach, eine Narzisse. Schau mal einer, guck. Lach einfach so auf dem Boden. Okay, dann gucken wir uns mal ein bisschen auf dem Strand um. Vielleicht finden wir eine Auster. Was hat's mit den Dingern hier auf sich? This just bothers me. So, aber wir haben ja die Brücke heile gemacht. Mal gucken. Vielleicht lohnt sich das ja mal irgendwann. Es ist verschlossen. Doch die Tür war fest verschlossen. Koralle, Koralle. Sogar eine Special-Koralle. Ist genau dieselbe, nur mit dem Sternchen. Mit dem Goldsternchen sogar. Mal gucken, wie viel die wert ist. Also wahrscheinlich rentiert sich das hier doch, wenn hier andauernd was angespült wird. Nothing. Gut, gut, gut. Sollte ja gleich der Laden auf sein und dann schauen wir mal, Junge. Und dann schauen wir mal und dann wird das schon. Auf jeden Fall haben wir die Narzissen. Das haben wir ja auch gebraucht. Für die, for the offering. Ah, jetzt ist er sogar schon da. Nice. Dupdi-dupdi-du. Okay. 80, 120 für einfach mal so für eine Koralle und 40 für eine Auster. Ja, Mensch. Es ist wie gratis Geld, ne? Lach hier einfach auf dem Boden. Geld ist was Tolles, ne? Ich meine, wir sind einfach mal der reichste Bauer, glaube ich, hier in dieser Stadt. Was nicht schwer ist. Ich meine, irgendwie wirkt hier jeder ein bisschen merkwürdig. Ich meine, guck mich an. Ich meine, ne? Genau. Bis zum Sommer geschlossen. Blumenshop? Na du. Geode. Knack mal auf das Ding. Nach Kupfer. Schau mal einer, guck. Es ist für ein Erz, ne? Ist nicht viel. Das Bahn geschmolzen werden kann. Das ist 150 für ein Erz. Das so. Ist teurer Shit. Beschwerst du dich über Preise? Ja, ich habe mal geguckt wegen Eisenerzen. Teurer Shit ist das. Ich brauche ja die Bahn, ne? Barren. Barren, ja. Das Problem ist, ich bräuchte die auch. Die sind wertvoll. Mist. Wir brauchen die beide. Und kann man den Sprengler nicht kaufen? Ist wahrscheinlich billiger. Fast schon wahrscheinlich. So. Ah, ich kann nur eine so eine Träne da ausstellen, wa? Frozen Tier. Ja, okay, man kann immer nur ein Exemplar. Gut, dann verkaufe ich das andere Ding halt. Meine Güte. Dann mach das. Verkaufe ich das Ding halt. Also ich habe ihm... So, ich gieße jetzt nur noch das, was wir hier noch haben. Und pflanze aber nichts mehr an. Ich glaube, das würde es nicht mehr schaffen. Nee, ich glaube auch. Es kommen auch noch bessere Sprinkler. Ich habe auf jeden Fall... Ah. Hier, habe ich ganz vergessen. Ich habe Narzissen gefunden. Oh, cool. Perfekt. Also kann ich das unserem Dämon spenden oder was? Der Markt. Ah, geh raus. Nein. Mir macht das Spiel jetzt schon wieder so viel Spaß. Ich merke nicht mal, wie die Zeit vergeht. Das ist ich so krass. Ich auch nicht. Ich bin an sich richtig stoned gerade. Ja, da ist man so drin.
Und wir so viel machen und das muss ich doch. Das ist, ich kann richtig verstehen, wo Leute den Suchtfaktor hier drin sehen. Mhm. Und trotzdem bin ich halt... Ich war zu Anfang halt gefrustet, weil das Spiel einfach nicht funktioniert hat. Oh. Aber das ist bei mir eigentlich immer so. Ich hasse es, wenn sowas nicht direkt funktioniert, you know? Das wenn immer sowas so. Nicht funktioniert. Ja, genau. Wenn einfach der Scheiß nicht funktioniert. Das war bei mir bei Skyrim so. Ach. Ich habe mir Skyrim gekauft damals, habe mich total darauf gefreut, war auch noch passenderweise krank. Hatte da irgendwie eine Zahn-OP und war eine Woche krank geschrieben, perfekt, dann kann ich halt spielen und dann lief's nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit nur rumgetan, dass es irgendwie wieder funktioniert und das hat die ganze Woche eigentlich in Anspruch genommen und dann hatte ich keine Lust mehr drauf. Wo muss man denn... Und diese Kutschfahrt am Anfang, die habe ich gefühlt 100 Mal gesehen. Oh, die ist so schlimm, wenn du das machen musst. Ja. Wo muss ich denn jetzt diese Opfergaben machen? Ich bin ja jetzt in diesem Haus. In dem Gemeinschaftsding. Und da musst du links dieses komische Schild anklicken. Links dieses Schild. Man kann die Träne verschenken. Ah! Ja, ich habe sie jetzt verkauft. Ah, meine Güte, ich habe das jetzt. Werde ich bestimmt noch mal finden. Werde ich bestimmt noch mal finden. Jo. Welches Schild? Meinst du das, was da auf dem Boden liegt? Ja, da ist so ein Schild am Boden, das glitzert so. Da war dieser komische, kryptische Text gestanden. Ja, aber ich kann damit nicht. Ich kann die Narzisse essen. Und wenn ich das Ding anklicke. Passiert nix? Nee, sehe ich gibberish. Echt? Ja. Vielleicht musst du auch zum Zauberer gehen und. Oh und, nein! Krank. Geil, ich muss also auch mir einen Drogentrip verpassen. Ja, geil, ja gut. Machen wir das, let's go. Okay, let's go then. Ja, dann mach. Auf zum Zauberer. Sowas carried denn also nicht über. Und wer bist du denn? Okay. Ach, du hast entschlossen, meine Klamotten zu sortieren. Ich werfe alle. Ja, Jesus! Entschuldigung. Liam. Yes, I did good. Ein Stein, den schmeiße ich jetzt weg. Jetzt muss ich nur gucken. Warte mal, wo. Achso, ich muss erstmal hier runter. Ja, ich hab gedacht, weil sie das Event hatte, ne, you know. Mhm, dachte ich auch. Aber okay, das wird offenbar nicht von Spieler zu Spieler übernommen. Es gibt hier einen Bus? Ah, dann hast du das auch nicht mit dem Kanal. Wahrscheinlich. Ich verstehe. Bus in Richtung Kaliko-Wüste, momentan nicht in Betrieb. Und deswegen steht hier einfach so ein Bus rum, mitten auf der Straße. Mhm, super, gell? Okay, das macht Sinn. Makes sense. So. Nee, da wollte ich nicht hin. Wo ist denn dieser blöde Kanal? Jetzt muss ich mal gucken. Kanal. Ich muss da irgendwie nach da unten. Ach, da unten. We need to go deeper. Wie komme ich denn dahin? Energie bin ich auch voll. Also von daher ist das meine geringste Super. Sorge. Da hinten geht's irgendwo runter. Der gute alte Drogentrank. Den Drogentrank. Ja, ich habe halt gedacht, weil das Ganze hier, wie gesagt, ist halt sowieso die Beta, davon mal abgesehen. Habe ich halt gedacht, dass solche Events halt einfach übernommen werden. Ich hätte halt nicht gedacht, dass es wirklich... Ich meine, ich höre deine Geräusche, was ich immer noch merkwürdig finde. Aber nur, wenn du in der Nähe bist, oder? Jetzt hörst du mich nicht. Nee, ich höre immer noch Klopfen von dir. Ach so. Okay. Oder hier ist irgendwo so ein Woodpecker oder so. Also bestimmt. So ein, ne? Ach, da. Moment, ist das auf der Klippe? Wie komme ich denn da hoch? Du musst zur Stufen hochgehen. Ich muss Stufen hochgehen. Okay, suchen wir Stufen. Let's seek the stairs. Ich holz hier bald alles nieder, meine Güte. So viele Bären! Ja, Wahnsinn, gell? Können wir Kompott machen? Oh ja. Kompott. Ah, hier, Stufen. Ein Komplott. Moment.
Du kennst Mark-Uwe Kling. Mit ein Komplott, ein Komport. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Ach, schade. Vielleicht kenne ich es auch, kann ich jetzt nur nicht sagen, weil ich es mit Namen nicht habe. Vermittler habe ich ja physischen, das habt ihr in einem anderen Part schon mal gehört. Wuschi, wuschi, wuschi. Wuschi, wuschi. Das habt ihr schon mal gehört. Das war denn nur ein Hörspiel, wisst ihr? Ich habe einen blauen Bart. Sieh her, guck mal. Puff. So viele Bären. Schau mal, genau. Ich kann nicht anders, ich muss die ganzen Bären mitnehmen. Obwohl ich ganz woanders hin will. Und es hält mich nur auf. Ah! Oh. Yoga Teleport und weg ist er. Ich will jetzt eine Küche haben. Dann hol dir eine Küche. Aber immer wenn es mir einfällt, ist die schon wieder weg. Im Feierabend. Das ist ein Problem. Sogar mitten in unserer Unterhaltung hat die einfach Feierabend gemacht. Ja, mein Freund, Leistung bitte. Geschenke, cool, ja, Stuff and Stuff, wissen wir ja. Schnuff, schnuff. Schnuff, schnuff. Jetzt trinkst du gleich und dann bist du voll auf dem Trip. Komm her. Komm mal her. Komm mal her hier. Ach, komm mal her. Hier, gönn dir mal einen Schluck. Okay, bloß du da, weil dann Bäbe vor mir schnell, Männer. Lecker Currywurst mit Pommes. Da ist eine Currywurst drin. Und Babys stand da. Ich hab den Kanal gefunden. Es ist verschlossen. Ja, das wusste ich. Und offenbar sterbe ich. Okay. Ja, siehst du auch die Bäume? Oh ja, ich sehe Bäume. Oh mein Gott, was zur Hölle? Was der Hölle? Ich sehe Bäume. Wow. Holy shit. Ich hab die Axt gefunden. Sag das nicht zu laut, sonst hören dich die Bäume. Oh. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten. Geil. Dark Magician und so. Und es ist fast schon Nacht. Ja. Ja, Mensch, geil. Ich habe auch ganz viel gemacht in der Zeit. Ich war auf Drogen. Ich habe Bären gesammelt. Jetzt muss ich irgendwie wieder zurückfinden. Ich habe mich auch verlaufen. Es ist so dunkel. Okay, hier. Bist du in der Nähe? Ich habe dich gerade voll laut gehört. Ich mache gar nichts, ich laufe nur. Ja, du hast eine Tür aufgemacht. Ich habe keine Tür aufgemacht. Das hat aber so geknallt. Okay, nee. Das ist jetzt noch gruselig. Ich bin nachts allein im Wald, ich will nach Hause. Ich gehe ins Bett. Von den Walddrogen. Wo ist der Slenderman? Ich bin Slenderman. Die Schlendeboy. Schlendermann. Der schlendernde Mann, der schlendert, wann er kann. Ich bin zu Hause. Ich verkaufe noch Gebüsch und, ja. Das verkaufe ich immer gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum. So, das steht ja null. So. Schlafen. Yeah. Oh, wir sammeln. Ja, okay, gut, gibt ein bisschen was. Eine ganz leckere Tageseinnahme. Mhm. Fortschritt wurde gespeichert. Ja, für den Tag ist es ja eigentlich echt gar nicht schlecht immer. Ja, so ein bisschen immer. Oh, warte mal, die Nuggets kann ich mal wegpacken. Wir haben schon wieder Post. Was ist denn hier los? Ich habe eine Bitte. Ich brauche frischen Blumenkohl für ein Rezept, das ich ausprobieren will. Könntest du mir einen bringen? Haben wir nicht theoretisch schon angepflanzt? Ja, der wird auch langsam. Nein, da ist eine Krähe. Gehst du weg?
Mein Gott, die Vogelscheuche geht wohl nur für eine Stelle, ha? Huh? Scheinbar. Alter, Narzissen wachsen hier auf einmal überall. Rein. Hast du die schon geopfert? Mache ich jetzt. Ah. Allein schon opfern. Was steht da? Opfergabe. Ich opfer mal ein paar Blumen, ne? Hopp, oder nein. Bieten wir sie dem Apfel da. Hier ist einfach ein Zaun für nichts. Wird schon seinen Grund haben. Ja, normalerweise ist der Grund eines Zauns, Zeug draußen zu halten. Ah, hier, Tatsache. Ja, siehst du. Bündelsamen Frühling. Und jetzt brauchen wir halt... Warte. Einmal Erdbeere ist noch da. So, und jetzt brauchen wir nur noch... Was steht... Was ist das? Löwenzahn? Ja, Löwenzahn. 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 Bündelkonstruktion. 99 von Stein. Okay, das ist ja easy. Bündel Bären, Herbst. Bündel Exoten. Ja, das können wir so in die Haare schmieren. Bündel Winter. Mhm. Bündel Sommer haben wir auch nicht. Nee. Aber Bündelkonstruktion ist easy. Wenn man mal gucken könnte, was das denn genau ist. Okay. Also Steine ist ja meine Jüde. Steine habe ich zuhauf. Na dann. Ach, das sind die Fuß... Ich frage mich immer die ganze Zeit, wieso das so... Wieso ich so ein komisches Stampfen höre. Hm, was für ein Stampfen? Ja, ich habe die ganze Zeit so ein Stampfen gehört, aber ist das eigentlich nur deine Fußspur... deine Füße im Haus? Meine Füße. Meine Füße. Aushilfe gesucht. Oh, damit die Kunst des Angelns nicht in Vergessenheit gerät. Ich zahle 120 für den Angler, der eine Sardine dreimal fängt. Ah. So, jetzt habe ich mal rechtzeitig. Also, ich bringe ihr eine Axt zurück. Was die Nagen, Bauen. Ich glaube, ich muss sie ihr wirklich schenken. Scheiß, Axt. Öl, Essig, wow. Na? Torpede. Geht. Jody, ich hab hier deine Axt. Hier, nimm sie doch. Hier. Hey, du hast meine Axt gefunden. Was für eine Erleichterung. Ich habe mir fast den Zeh mit der anderen abgeschlagen. Alter. Danke dir. Krieg ich da jetzt nichts für? Blöde Kuh. Blöde Kuh. Ich mach das doch nicht einfach so. Ey, mach das doch nicht aus Jux und Jux. Also wirklich. Was ist mit euch kaputt? Bin doch kein Wohltäter. Und wie kriege ich jetzt die tolle Küche? Yay. Ich kann dein Haus vergrößern und eine Küche hinzufügen. Es wird dich nur 10.000 Gold kosten und du musst mir 450 Stücke Holz liefern. Ich habe Abigail ein Geschenk gemacht. Sie mag mich minimal. Oh mein Gott. Jetzt das ist ja hier wie mit Tom Nook. Genau, ist auch so ein heilsamer Schneider. Der macht's nur immer zuerst und sagt, dann soll man's ihm bezahlen. Ja, eben. Ah ja, by the way, du schuldest mir Geld, was? Ja, ich hab dein Haus vergrößert, das sieht so toll aus. Ach ja, ich krieg dafür noch 10.000. Was? So, ne? Wenn du es mir nicht bezahlst, gehst du ins Gefängnis. Du gehst nicht über los. Okay, ich werde versuchen, einen Amethyst zu finden. Den schenke ich ihr dann. Und dann... Ja. Dinge. Dann ist die Hochzeit. Probably. Was machst du denn hier? Bitte reiß mein Zelt nicht ein. Hier. Hab eine Beere. Beere. Also ab in die Höhle. Bist du auch in der Mine? Ach, du auch? Ja. Wo bist du denn? Ich bin gerade rein. Ach so, ja, warte mal, ich höre dich ja gerade schon, ich höre dich schon schreddern. Hä, wo geht's denn hier runter? Ich wollte zumindest wieder ein bisschen. Ach, hallo. Ich lege mir mit Dick das an.
sehr gut. Wieder ein bisschen hier runter gehen. Ich bin sonst nämlich auch fertig für den Tag. Kann man seine Freizeit hier noch ein bisschen verbringen eigentlich. Ne? Bären sind voll das gute Highlight-Item eigentlich. Oh, hier geht's runter. Echt? Ach, dann hätte ich die vielleicht doch nicht alle verkaufen sollen. Ich habe jetzt noch ein paar dabei und ich benutze jetzt als Highlight-Item. Ja. Ups. So, ich will einen Amethysten. Formadalen. Oh, ich habe gerade lauter gemacht bei mir. Das war sehr dramatisch. Nein, nicht hacken! Nicht hacken! Das wäre so eine guck mal, es lebt. Aggressive Krabbe. Aua. Oh, eine Kirschbombe. Kann ich nur nicht aufnehmen, Juhu. Weil... Stein. Weil voll. Ja. Ja, ich auch. Ich schmeiß aber den Stein weg. Ja, Steine findet man halt echt überall. Okay, aber ich will mal gucken, wie die Bombe funktioniert. Warte mal. Oh, ich bleib oben, das will ich auch. Oh, ich kann nicht mehr hoch, ich kann nur die Mine verlassen. Okay, mein Spiel hatte gerade voll den Ruckler. Was? Ja, das ist ja auch voll das aufwendige Spiel hier. Ne? Ja, aber ich hatte gerade voll den. Ich hatte gerade voll den Ruckel. Ha! Ein Schleim. Schleim. Aber ich Schleim. Bin jetzt noch. Ich bin jetzt hinter dir, ne? Ja, ich weiß. Okay, gut. Ach so, ja, das war jetzt eher zur Kontrolle, nicht ja, mir das zu sagen. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie desync bin oder so. Nee, nee, du bist da. Alles gut. Geh ohne. Geh niemals ohne. Dicta sind eigentlich die einfachsten Gegner hier. Neben diesen normalen Fliegen hier, die du einfach nur zersplatten kannst. Mhm. Ah, da ist er wieder ein Dickter. Stellt sich heraus, ein Schwert ist effektiv gegen Bodentypen. Okay, die Bombe ist doof, die nehme ich nicht mit. Ups. Ich meine, es ist schon praktisch, weil sie einfach mal ein komplettes Gebiet cleart. Mhm. Der hängt da irgendwie fest, egal. Wenn er da nicht rauskommt, dann brauche ich ihn auch nicht killen. Ja, eben. So, wo geht's hier runter? Ich bin ja nur müde. Escape. Ich will den blöden Stein nicht. So. So, wo geht's jetzt hier runter? Wenigstens 15. Wenigstens 15 möchte ich eigentlich schaffen dann. Geode. Mhm. 15 wäre gut. Ich meine 20. Okay, wir haben auch letztes Mal ein bisschen mehr abgebissen, als wir schlucken konnten. Ja. Wir hatten halt, wir wollten alles. Ja, aber so mein viel. Gott, woher sollte man auch wissen, dass da solche Viecher in Massen auch... Oh, der Weg. Hier. Yippie. Oh, Quarz. Quarz. Ich muss das bei meinen Aufgaben abhaken, dass ich die Axt abgegeben habe. Okay, kann ich gleich machen. A Splat. Oh, da haben wir Geld für bekommen. 250. Wofür will... Weil ich die Axt abgegeben habe. Du hast eine Axt abgegeben? Ja, hast du es nicht mitbekommen. Was ist das denn? Ich hab's doch erzählt. Die hat ein Sternchen, ne? Die Robin hat ihre Axt verloren und ich habe sie gefunden und ihr wiedergebracht. Ach so, das. Ja, hast du es ja doch mitbekommen. Und dafür habe ich jetzt Geld bekommen gerade. Oder wir. Ah, nein! Amethyst, yes! Ich hab mein Schwert nicht. Ah! Okay, komm her, du Mistvieh. Bring dich um. Was ist er denn jetzt? Hm. Egal. Du kümmerst dich schon. Du stehst nicht mehr zwischen mir und meinem Darling. Deinem Amethyst? Ja. Ah! Schleim! Ich töte dich. Ich bin ganz grün. Hat er mich jetzt vergiftet oder was? Ein bisschen geslimed, aber nichts Schlimmes. Slimer. Ich hab genug Beeren, die ich essen kann. Heilt genug Leben und Energie. Und ist gesund. Gesund. There we go. Oh, wie laut dieser Brummer ist.
ohne Geode und ich kann nichts mehr. Ah, doch, ich habe Steine. Noch eine Geode. So, komm, wenigstens. Hilfe! Wo bist denn du? Hier unten. Ah, hier, ich habe den Weg gefunden. Ah, sehr gut. Ich höre dich auf jeden Fall gerade. Bist du eine Alge? Hä? Ob du eine Alge willst? Nee, ich bin gerade satt. Oh, ich habe Kupfererz, ich habe eine Geode. Oh, was nehme ich jetzt mit davon? Scheiße. So. Haben diese Maden halt noch so viel aus? Noch eine Geode, aber ich kann sie irgendwie nicht aufnehmen. Warum nicht? Ach, weil das ein Stein ist. It's a rock. Du hast hier eine Schriftrolle liegen lassen. Hab ich? Ja. Eigentlich Zwergenschriftrolle. Du hast ein Artefakt gefunden. Der Direktor des örtlichen Museums hat sicher Interesse. Okay. Cool. Okay, die Viecher sind tot. Wo ist denn der Weg nach unten? So ein bisschen seitlich. Also okay. Links. Kann man sich nachher auch sowas wie Pfeil und Bogen machen? Ah, hier. So Archery-Style? Vielleicht. Das wäre cool. Das wäre cool. Machst du so Archery-Style? Ja, okay, ich muss ins Bett. Ich habe auch nichts mehr zu essen. Na, ich hätte noch ein paar Bären. Okay, mit euch will ich mich gar nicht anlegen. Fuck you. Fuck, ich bin froh, dass wir jetzt die 15 wieder haben. Deswegen passt ja, ich eben. Und tschüss. Ja, stimmt. 15 haben wir jetzt tatsächlich safe. Aber wahrscheinlich, weil ich draufgegangen bin. Und ich... Jetzt könnten wir uns auch die Erweiterung kaufen, ne? Jetzt haben wir eigentlich ziemlich viel Geld. Welche Erweiterung? Die Slots. Den Rucksack. Kriegen wir den denn beide? Ich hoffe. Probieren wir es mal sonst. Ist ja auch das gemeinsame Geld, also... Stimmt eigentlich. Probier es gleich mal aus. Ja, der hat ja jetzt zu. Ja, gut. Morgen. Ich benötige eine Lieferung grüne Bohnen. Macht Alex glücklich. Okay. Probieren wir's. Kohle benötigt. Habe ich gerade nicht. Macht nichts. Bett gehen. Bedtime. Es wird spät. Es ist spät. The Ace of Spades. The Ace of Spades. Jesus, babe. Jesus, babe. Das ist das einzige Lied, glaube ich, was man von denen kennt, oder? Ich kenne mehr, weil ich die gehört habe eine Zeit lang. Beziehungsweise auf Wacken auch gesehen habe, bevor Lemmy gestorben ist. The Jesus, babe. Kampfstufe 1 plus 5 LP. Robuster Ring. Ja, halt, zweimal habe ich sie gesehen und bei einem Konzert, da war er echt, da haben wir gedacht, der stirbt schon auf der Bühne. Das war echt heftig. Also, da haben sie wirklich das Konzert auch mittendrin dann abgebrochen, weil es ihm so schlecht ging. Ach ey. Ja. Siehst du, was Drogen mit einem machen können? Der war ja so fertig einfach. Tja, deswegen, Kinder, haut euch nichts in den Körper, was euch nicht gut tut. Genau. So, ich glaube, also, ja, so 2 Tage oder so noch. Ja, klingt gut. Und so um 6 rum müsste ich mich dann losmachen. Klar, kein Ding. Okay. Gut, gut. Oh, nee, wir haben nur ein Kohle. Schaust du wegen dem Rucksack oder soll ich? Ich wollte eigentlich nach Abigail schauen. Okay. Ich lese. Oh, ein Brief. Robin hier. Ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf dem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Aber eigentlich brauchen wir doch keine. Mir überall Wasser. Ich hätte echt doch gar kein Wasserproblem. Oh, mein Inventar ist voll. Warte mal, Kupfer. Wer will Kupfer? Kann ich das jetzt? Ich will Kupfer. Nee, warte, da, das ist eine Dings gewesen. Du musst auf das Fragezeichen gucken. Das Problem ist, jetzt habe ich es angenommen, aber ich habe vergessen zu gucken, wer das wollte.
Steht das nicht bei dem Fragezeichen? Lieferung. Nee, grüne Bohnen waren das nicht. Was war das? Erz hier. Kupfer. Ich glaube, das hättest du dann bei deinen Sachen drin. Jodys Bitte, Blumenkohl, Aufnahme, 8 von 10 Schleime. Nee. Schmelzofen. Echt? Jeder muss selbst so einen blöden Rucksack kaufen? Oh. Das war Clint. Clint. Wer von euch Deppen ist Clint? Ich glaube, so ein älterer. Älterer. Da, Clint. Ach, der Schmied. Ah, nee, doch. Das ist der Schmied. Aber ich gucke jetzt gerade erstmal, ich warte jetzt mal die paar Minuten doch. Und so. So, ich spende hier mal diese wundervolle Schriftrolle. Gespendet. Neue Belohnung. Oh. Melonensaat. Wie cool. Sehr schön. Abby Darling, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Abby Darling. Dann knacken wir noch die Geoden. Ja, ich habe auch noch welche. Die muss ich leider auch nochmal aufbrechen. Ja. Sie war doch letztes Mal hier. Ein Sandstein. Willst du eine Karotte? Ein Sandstein. Willst du mich beleidigen? Wow. Chill mal deine Hose. Steine. Toll. Wo ist sie denn? Drinnen wahrscheinlich, wenn es regnet. Ja, drinnen habe ich jetzt geguckt. Da ist sie nicht. Vielleicht ja bei ihrem Freund. Le Gasp. Okay, warte. Ich gehe auch erstmal Ioden knacken sonst. Ich hab ein... Du hast ein Event getriggert. Hast du das jetzt auch? Ja, ich hab das jetzt auch. Hä? Mir kann ich helfen. Also, ich hätte sehr, sehr gerne diesen wundervollen Rucksack. Oh. Modis. Hallo. Ja, Leute, Gutscheine und Bonjour-Rapporte. Alter, was bist du denn für ein Assi? Ja, 50%! Ja, wie die Ratten. Wie die das Ratten um den Abfall. Das kommt mir sogar bekannt vor. Ich glaube, das hatte ich sogar noch. Alter, wie dreist. Aber alles andere nicht. Ging diese Preise nicht an. Ich würde Verlust machen. Siehst du, deswegen mag ich den Markt nicht. Ja, würde ich sagen, dann auch gerne gut, einmal so zu verlieren. Das geht ja gar nicht. Ihn verüben. Der Julia-Konzert ist eine bessere Wahl. Weil wir ganze Ort das verstehen. I shall fucking dropkick you. Alter. Oh, aber hat sich gelohnt. Jetzt ist ja Abby hier. Also hat sich gelohnt. So, Zeug. Oh, Mann. Das ist echt super. Yay. Jetzt geht er. Und so, du rennst hier rum. Jetzt habe ich zwei Geschenke bei ihr, aber wie kann das jetzt weitergehen? Ja, wie kann das hier weitergehen? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich hoffe, du hast jetzt auch den Rucksack. Ist dein Inventar jetzt größer? Mhm, ja. Nope. Oh, das ist voll gut. Ich müsste den auch kaufen für 2000. Echt? Ja. Oh nein. Ich komme erstmal so, oder? Darf ich? Ich meine, wir haben gerade Geld und ich kann noch... Du kannst ihn kaufen oder du gibst mir das Zeug. Mir ist es egal. Kannst ihn auch kaufen. Okay, dann kaufe ich ihn. Wir sind ja gerade ganz gut bei Nant. Eben. Große Tasche halten, Inventar. Außerdem... Große Tasche. Ja, jetzt habe ich echt mehr Platz. Oi. Ja, das ist voll gut. Oh. So. Was jetzt? So, aber das freut mich jetzt ja sowieso. Wie funktioniert das hier generell mit Beziehungen und alles? Also jetzt habe ich ja bei ihr zwei Geschenke abgegeben, das ist ja klar. Mhm. Aber wie geht das jetzt weiter? Das weiß ich auch nicht. Vielleicht musst du ihr noch mehr Sachen schenken. Oh Mann, ich wünschte, eine Beziehung würde wirklich so funktionieren.
Dann wäre ich jetzt. Dann wär einfach so ein paar Sachen schenken. Dann wäre ich nicht mehr Single. Oh, einfach ein paar Sachen verschenken und schon läuft es. Ja, und schon. Beziehung. Und vor allem ist es egal, was. Hauptsache, man kriegt was. So ein Stein oder so ist auch okay. Außerdem, ich kann ja diesen einen Gefallen noch erwidern. Ich habe ja. Ich glaube, ich dürfte noch ein bisschen Kupfer überhaben. Wenn ich mich nicht irre. Ich hoffe. Ich weiß es gar nicht mehr. Also kann ich sogar noch ein bisschen Geld wieder reinholen. Ja. Mal gucken hier. Was es ist so schön, dass es so viel regnet. Dann muss ich auch nicht so viel immer gießen. Ich nehme einmal das Holz mit. Das kann ich gleich auch nochmal opfern. Oh, ich guck mal, hier ist auch noch ganz viel fertig. Da kriegen wir auch noch Geld. Die Venusmuscheln können wir verkaufen. Die passt die Nacken. Habe ich heute irgendwie gar nicht geguckt. Die sind alle fertig. Yay! Warte mal hier. Ah, geil! Achso, die sind alle fertig hier. Komm nicht rein. So, jetzt so. Shit, ich habe nur Kupfer. Okay, heute kriegen wir voll viel Geld. Nee, doch hier. Aber der wollte mehr. Shit. Ich habe doch nicht so viel. Reicht also doch nicht. Ja, aber wir kriegen Geld, weil die ganzen Samen fertig sind. Ah, das ist gut. Ganz, ganz viel. So, ich opfer nochmal ein bisschen Holz. Wobei ich gehe erstmal. Ich gehe erstmal nochmal zur Schmiede und knack die Dings. Das Geld dürfen wir noch überhaben. Vielleicht haben wir ja Glück und kriegen denn davon noch was Gutes bei raus. Ja, stimmt. Ich meine, die Dinger sind wie Lootboxen. Du machst sie auf und wenn du Glück hast, kriegst du geiles Zeug. Überwiegend nicht. Ja, ich krieg immer Steine und Lehm. Na, ich habe bislang ja ein bisschen Glück gehabt, also. Ja, stimmt. So ein bisschen konnte ich ja schon was für die. Bis 16. Oh. Ui. Muss ich halt morgen. Ich hab einen Meerrettich. Hat der schon zu? Ja, der hat schon zu, der Arsch. Meine Güte. Das gibt's doch nicht. Wann arbeiten die denn hier? Echt mal. Wer bist du eigentlich? Ach so, Captain Emo Man. Hier, hab eine Beere. Warmer Regen ist auch eine schöne Art, um sauber zu werden. Ja, super. Hier, hab eine Beere. Okay, weil der danke. Tut mir so leid, irgendwie. Wer? Der Obdachlose da oben. Ach, hier, Linus. Ja, der freut sich gerade voll, dass es regnet, dass er endlich sauber wird. Yay. So, gehen wir mal. Oder warte mal. Habe ich jetzt. Did I fuck up? Ich gehe noch in die Mine. Mir geht's so gut und ich will noch was tun. Oh, ich habe mich verguckt. Das sind 95. In die Abigail, nicht... ja. Hm? In die Abigail. Oh, du, wenn ich die Möglichkeit hätte. I would if I could. Aber da habe ich noch keine Ahnung, wie das richtig funktioniert. Also von daher. Alter, an sich habe ich jetzt noch gar nichts geleistet. Hast dir ein paar Sachen geschenkt? Ja. Immerhin. Schon ein guter Anfang. Ja, doch. Oh, mein Schwert ist jeden voll Tag mit gut. Ihr reden, wenn wieder möglich ist, etwas schenken. Ah, ach so, das geht wieder. Die Geschenke gehen wieder weg, oder was? Vielleicht mag sie ja manche Sachen auch lieber irgendwie. Na, sie hat jetzt ja von mir den Amethysten und... wieso habe ich jetzt bei dem... Wow, toll, ich habe bei dem einen Dude ein Herz, aber bei meinem Crush noch nicht. Meine Güte. Richtig effizient, Schoschmann. Richtig effizient. Oh, sind das hier Diamanten oder was ist das? Ah, gut. Da ja, hier sonst, niemand arbeiten gehen will, mache ich das jetzt halt. Gehe ich halt angeln. Jetzt, wo ich halt. In die Mine kommen. Ja, ist schon spät. Deswegen. Ach so, okay. Ja, mir geht's so gut. Ich bin so fit, deswegen bin ich noch rein. Ich bin auch noch voll fit eigentlich. Aber ich angel noch. Ich gucke mal, ob ich noch ein bisschen schnellen Profit reinkriege. Okay. Vielleicht irgendwie noch eine Truhe dabei erwisch. Ja, wenn du eh so gerne angelst, das ist ja super. Ich mag das. Ich weiß nicht wieso. Perfekt. Schwarzbarsch. Oh, der kleine Wurm ist so niedlich.
Ach nö, Brummer, muss das sein. Ich hasse die. Oh, du Fisch. Wehr dich nicht. Oh, mein Schwert ist ja voll geil. Ich hau dreimal drauf und die sind hin. Hast du ein neues Schwert oder so? Ja, ich habe doch letztes Mal eins bekommen. Ach ja, stimmt ja. Ich habe immer noch das rostige Schwert. Deswegen. Ja, mit dem ist nicht so geil, aber mit meinem neuen. Ist nicht so geil. Grüneige! Futter! Ich stehe hier im Regen und angel. Alter. Und die Frisur hält. Nur mal so nebenbei. Drei Wettertaft. Blaubarsch. Blaubarsch, Bube. Na, ich versuche lieber nochmal, dass wir ein bisschen Geld nochmal reinkriegen. Jetzt, wo wir halt das... Wow! Alter, der war... Das war ein radikaler Fisch. Der ist richtig durchgedreht. Ich finde den nächsten Weg nicht. Klopp Steine. Ja. Fisch. Ne Brasse. Ich gehe mal nach oben und fisch da ein bisschen. Okay. Klein bisschen habe ich ja noch. Da ich sowieso warten muss. Ja. Flunk. Ich würde so gerne mal wissen, was passiert, wenn du an so einem, deine Angel an so einen Ort wirfst, wo diese Blasen aufgestiegen sind. Mhm. Würde mich mal interessieren, was du dann für Fische fängst. Eine Küche. Eine Küche? Bestimmt, die ist doch so teuer. Deswegen ist sie unter Wasser. Ja. Ah, was? Gott, hier ist das Viech. Es ist schon 0 Uhr, Jesus. Hilfe. Ja, so langsam. Naja, du hast ja schon alles Mögliche geangelt. Vielleicht kann man sich auch eine Küche angeln. Das wäre super. 10.000 kostet die. Na, ist teuer. Aha. Ich finde den Weg nicht, das gibt's doch nicht. Du solltest auch langsam dich auf den Rückweg machen. Ja. Sehr spät. Stimmt schon. Und draußen sind mir gerade definitiv zu viele Creepy Noises. Ich gehe rein, okay, und fetz mich ins Bett. So. Dann komme ich halt wieder. Ich bin eh schon müde. Sofern du nicht gleich einfach einknickst. So. In der Mine, ich hoffe, ich schaff's. Nee, ich bin jetzt draußen. Okay. Dann wäre das ja immer schlimm, wenn du einknickst. Ja. Dann bist du nämlich auf einmal mitten in deinem Dings, in deinem Bett. Ja, oder ich lieg wieder in deinem Bett. Ja, oder auf einmal. Ja, oder das auf einmal. Hey, Black Death. Hm. Also, das Interesse. Jetzt habe ich aber auch dann gleich langsam Hunger. Oh nein, ich bin vor deiner Haustür umgefallen. Wieso vor meiner Haustür? Weil ich es nicht weiter geschafft habe. Jonas, danke fürs Hosten. Da, guck mal, schon haben wir wieder gut was eingenommen. Ah, Hofarbeit, sammeln, fischen, oh ja. So, einen Tag machen wir. Einen Tag noch? Ja, können wir noch? Meinst du? Ja, einen Tag würde ich noch, ja. Kann ich, will ich, mach ich. Gut, dann machen wir das. Sehr gut. Dann roggen wir noch einen Tag. Hui, und dann gibt's ein Echtessen. Hier ist zu viel mit Essen. Ich habe auch langsam Hunger. Eroshiva, jemand hat dich letzte Nacht in der Klinik vorbeigebracht. Du bist vor Erschöpfung ohnmächtig geworden. Oh. 42 Gold für die ärztliche Untersuchung. Oh, weil ich umgeklappt bin. Okay. Lauf. Na, ich glaube, ab 2 Uhr knallst du einfach so weg. So nach dem Motto, ja, yep, that's it, boom. Ich glaube auch. Da kickt der Schlafrhythmus rein. Ja. Quatsch. So, das Problem ist jetzt, zu Anfang kann ich nichts machen, weil die meisten Läden nachher erst aufmachen. Mhm. Oder warte, ich geh. Brauchen wir wilden Meerrettich als Opfergabe? Keine Ahnung. Aber den kann ich auch selber essen, der ist eigentlich ganz gut. Sandstein. Gunther kann dir darüber mehr erzählen.
Ach so. Gunther kann dir vieles erzählen, wenn der Tag lang ist. Ja, das stimmt auch wieder. Angeln wir so lange. Brauchst du Kupfererz? Kupfererz? Ich hab's mal in die Kiste getan. Ja, ich wollte gerade sagen, pack's mal rein. Kann man immer, kann ich immer einschmelzen irgendwie. Sag mal, Schaso, er soll seinen Zoom-Level ändern. Was habt ihr die ganze Zeit? Was habt ihr die ganze Zeit mit meinem fucking Zoom-Level? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Keine Ahnung. Wie schaut's denn bei dir aus? Für mich normal. Ist ein bisschen näher als bei mir, stimmt. Your point being. Aber schaut trotzdem nicht falsch aus. Alter. Ja, vielleicht die Auflösung. Du kannst, die Auflösung auch ändern. Ja, da. Aber jetzt ist es ja schon die ganze Zeit so. Jetzt. Ja, eben für den letzten einen Tag ist es jetzt auch wurscht. Für die letzten 5 Minuten werde ich das jetzt nicht ändern. Ja. Oh, aber ach, in den Einstellungen, okay. Da ist es einfach so drin. Naja. Okay. Find's aber nicht schlimm. Ich auch nicht. Oh, das ist ein aggressiver. Oh, das ist ein dicker. Ah ja, es gibt Vergrößerungsstufen. Ah. Okay. Alter! Nein! Dieser Fisch! Lichtblitzeffekte. Aha. Oh, he got away. Ich kann endlich in die Abenteuergilde. Ich gehe mal hoch. Nein, stopp. Ich muss erst zu Gunther und dann hoch. Außerdem kannst du da erst ab, hat die erst ab 14 Uhr auf. Oh. Furchtbar. Okay, wo ist Gunther? Gunther ist hier irgendwo. Blauborsch. Gunther Gans. So. Ein noch. So. Ich spende einen wundervollen Sandstein. Ich dachte, der kann mir jetzt was dazu erzählen. Alter. Tja, Frechheit hier. Hier sind echt krasse Fische. Aha. Von mir aus. Ja, das ist ein normaler Fisch, der hat nichts zu melden. Huch. Wie ist eigentlich so mein Sozialleben? Die Robin mag mich. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich hab mit der Robin ein Herzchen. Weil ich ihr die Axt gebracht habe, bestimmt. Okay, ich habe nur ein Herzchen und das ist bei der Robin. Ich auch und das ist bei einem Dude. Was haben wir falsch gemacht? So. Erstmal Abigail aufsuchen. This is more important. Krass, man kann die Sachen echt voll verbessern schon. Kupferaxt. Okay. Ich will aber nichts kaufen. Vielen Dank. Ach so. Man kann in der Woche nur 2 Geschenke machen. Ah. Ah. Und dann, ja, immer nur mit ihr reden, sofern du kannst. Bist du mit Gast befreundet? Er gibt mir an meinem Geburtstag immer ein Bier aus. So nett. 4 Leute fehlen uns noch. Die haben wir noch nicht begrüßt irgendwie. Oder ich. Ich weiß nicht, ob wir getrennte Aufgaben haben. Höchstwahrscheinlich. Ich sehe nicht mal, wo hast du die Aufgaben eigentlich? Oben rechts unter unserem Geld ist so ein Ausrufezeichen. Ich ignoriere das die ganze Zeit. Ach, guck mal, jetzt ach sind da... Ach so. Ja, jetzt ist da auch auf einmal Zeug. Wo wir Zeug für kriegen. Ja, Tatsache. Ach. Ja, hast du. Ich hab zuerst gedacht, das ist so ein Tutorial-Buch. Deswegen habe ich das immer ignoriert. Das dachte ich auch am Anfang. Deswegen habe ich da nicht weiter drauf geachtet. Ich dachte, das ist so ein Tutorial-Buch. Ja, so, scheiß auf Tutorial. So nach dem Motto, how you do. Und ich habe gedacht, so, ja gut, ich weiß doch, wie jetzt hier eigentlich alles funktioniert. So, why don't you shove it up your ass? So, auf zum Geodenknacken. Sehr gut. Geoden. Jetzt, da wir auch so viel Platz im Inventar haben, ist das auch kein Ding. Das ist so schön. Ja, das ist... Ah, yes. Perfekt.
Erdkristall. Ein Helm. Haben wir den nicht schon mal gehabt? Es ist so krass, wie lange wir schon spielen, aber wir sind immer noch im Frühling, gell? Ja, haben wir nicht eigentlich gedacht, der Frühling ist jetzt hier, ne? Frühling over? Ja, in 7 Tagen erst. Haben wir das nicht schon vor, ich weiß auch nicht, 9 Tagen gesagt? Bald haben wir gesagt. Aber ich weiß halt nicht, der Blumenkohl zum Beispiel, der braucht halt auch schon irgendwie 10 Tage oder so. Und dann kam halt der Brief, dass es alles kaputt geht und dann habe ich Angst bekommen und habe nichts mehr angepflanzt. Aber ich glaube, ich hätte eigentlich noch ordentlich was machen können, ja. Nächstes Mal. Next time, Mr. Fox. Next time. Machen wir hier mal alles ein bisschen hübsch. Ach, guck mal, ich kann auch einfach so... Ach, guck mal, sowas kann ich auch spenden. Ah, okay. Der nimmt auch Erze, also die Rohform von Erzen. Ich auch nicht. Ich habe das gerade rausgefunden. Ich wollte einfach nur mit ihm snacken und dann habe ich gesehen, oh, guck mal. Der will ja was. Der nimmt ja alles. Der nimmt ja alles, der Kerl. Belohnung abholen. Melonsaat. Boah, cool. So, das ist hübsch hier. Get some Melon. Brauche ich dann langsam mal verbesserte Sachen, dass ich auch diese großen Sachen weghauen kann? Ups. Hey, Bibi. Und flunk. Geil, Grünalge. Schön. Wieder essen für eine ganze Woche. Stimmt, ich wollte uns ja noch was herstellen. Ich wollte uns ja diese Riegel herstellen, ne? Glaub ja. Ich guck gleich mal, ob ich alles dafür hab mittlerweile. Kannst du eigentlich schon die Belohnungen abholen? Hast du schon Aufgaben erfüllt? Ja, ich konnte eine abholen. Ah, okay. Na, was macht das Farmer-Dasein? Es macht Spaß, Baby. It's fun. Wir haben selber eben gerade schon gesagt, wir haben gar keine Ahnung immer, wie schnell die Zeit vergeht. Ja, Alter. Das ist so krass. Diese richtig krassen Fische. Alter. Grünalge, Futter für eine Woche. Falsch. Und ich bin auch noch nie... Also ich glaube, in den Sommer bin ich schon mal gekommen, aber weiter halt noch nicht. Aber da habe ich nur das gemacht, was ich jetzt auch mache. Also... Wärst du nicht, wäre ich ja auch wieder nicht in die Mine gegangen oder so. Das hätte ich alles gar nicht so entdeckt. Oder angeln oder halt sowas. Ja, das stimmt. Auch diese Rucksackerweiterung hatte ich bisher noch nicht. Gar nicht so viel Geld gehabt. Ja, eben. Und jetzt ist ja hier Geld, ne? Geld ist so eine Sache bei uns. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt uns beide den Rucksack gekauft und wir haben jetzt mit der nächsten Nacht bestimmt wieder die 2000 mindestens drinne. Ja. Das geht zu zweit echt viel schneller. Mhm. Oh, Truhe. Yes. So. Blaubarsch. Ohne Truhen. Erdkristall. So. Brauche ich für Ausrüstung. Schön. Schön. Nice stuff. Vor allem ist mir jetzt mal aufgefallen, es regnet irgendwie die letzten Tage konstant. Ja, voll, gell? Richtig viel. Aber das hat mich gefreut, dann musste ich nicht gießen. Ach, musst du denn echt nicht? Nee. Oh, wie cool. Ich geh mal den Fluss ein bisschen hoch hier. Was brauche ich? Ich brauche Ahorn. Harz und... Harz. Was war's noch? Kingdom Hearts. Kiefer und... Eiche? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss gucken. Müsli-Riegel. Einen konnte ich herstellen. Ja, Mensch. Der wird uns durch den Winter bringen. Auf jeden Fall. Wieso habe ich echt das Gefühl, dass das jetzt hier wie ein Don't Starve wird, dass der Winter einfach mal so nach dem Motto, ich hoffe, du hast dich vorbereitet, sonst wirst du sterben. Winter is coming. Winter's coming.
Und kommt der Winter und auf einmal stirbst du. Schatztruhe. Hallo, Tuppertopf. Ich habe eine Hühnerstatue gefunden. Das gefunden? Ja, in der Truhe beim Angeln. Ah, wie geil. Kann ich dem Museum spenden? Warum sollte dann keine Küche drin sein, ja? Ja, so eine Küche in der Truhe. Chance ist gering, aber nö. Schaffe ich es noch zur Gilde hoch? 20 Minuten haben die... 10 Minuten haben die noch offen, scheiße. Nein, ich glaube nicht. Nein, es ist 10. Yes. Fisch. Fisch. Ja gut, da kann ich gerade eh nichts opfern. Ich glaube, dann gehe ich ins Bett. Ah, da ist der Emo wieder. Wenn du Glück hast, siehst du bei diesem Wetter einen Frosch. Ein Frosch sehen hier Problem, irgendwas daraus zu machen, ist ja wohl eher das Problem. Froschschenkel. Froschschenkel. Frisch. Also ich habe jetzt, wo ich hier mehr in mein Inventar packen kann, kann ich um einiges mehr angeln. Mhm. Und holla die Waldfee. Ja, das ist echt gut. Also ich glaube, da erwartet gleich echt eine Menge. Bist du das? Ja. Ich wundere mich gerade, wer rennt denn jetzt hier über meine Brücke? Deine Brücke. Ja, das ist meine Angelbrücke jetzt hier. So. Ab darf dafür. Man da nicht drüber gehen, wenn du da angelst? Okay. Ein bisschen. Ups. Was? Oh. Das Gerät 90 in jeden Angler Gotteslachs. Ne, Gotteslachs habe ich gerade nicht. Hammer gerade nicht. Hammer nicht. Hammer gerade nicht. Oder kann man die einfach annehmen und später erfüllen? Ich habe das jetzt immer so gemacht, aber manchmal stand da ein Tag oder so und dann ist es halt verfallen. Deswegen bin ich mir gerade nicht so sicher. Was? Aber es kann auch sein, dass das halt auch an der Tafel dann morgen schon nicht mehr hängt. Hm. Ich find's immer geil, wie der Timer ausrastet, wenn du da, wenn's spät wird. Mhm. Oh. Rot, rot! Okay, ich bin im Bett, ich bin im Bett. Ja, das haben wir schon gespendet. Ja, wenn es schneit, ich glaube, dann setzen wir uns um meinen Kamin und das schaffen wir schon. Und hoffen, dass wir nicht draufgehen. Ja. Bad. Nochmal Mad Cash abgreifen jetzt. Level up, Fischfähigkeiten, Stufe 4. Oh, krass. Recycle-Maschine. Cool. Ich kann eine Recycle-Maschine herstellen. Geil, dann können wir den Müll ja mal verwenden. Ich habe 874 allein durchs Fischen eingenommen heute. Oh mein Gott. Ich sehe es gerade, es ist ja unglaublich viel, was du da gefangen hast. Das eine war so ein goldener Fisch, also mit einem Goldstern. Mhm. Alter. Ja, krass. Fischen is the way to go. Ja, voll. Alter, das macht aber Aber gerade hier, das ist halt einfach wirklich so ein Paradies für Angler. Mit dem vielen Wasser. Ich wüsste gar nicht, was ich mache, wenn das nicht der Fall wäre. Fortschritt gespeichert. Ja, dann bist du nur in der Mine wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Und auf einmal haben wir keine Geldprobleme mehr. Okay, es hat gerade Geräusche gegeben. Ich will ganz kurz noch aus der Tür rausschauen. Ich wollte gerade schon Tschüss sagen. Okay, ich weiß nicht, was das war. Recycle-Maschine. Aber hast du es gehört? Ich meine, ich gehe mal raus. Das war so ein okay. Der Wind heult hier wahrscheinlich. War, müssen wir, glaube ich, das nächste Mal irgendwie. Ja, ich schätze mal, es war der Wind, weil es regnet ja schon wieder. Vielleicht war es auch der Wind. Wir werden es erfahren. Höchstwahrscheinlich war es der Wind. Vielleicht oder mein Flamingo. Oder der Zauberer. Option. Warte mal. Auf jeden Fall. Muss ich leider sagen. Vielen Dank fürs Dabeisein. War witzig. Bis zum nächsten Mal. Es war sehr schön. Es war sehr lustig. Aber ich muss jetzt gehen. Ja, und ich werde dann wahrscheinlich jetzt auch Feierabend machen und mal gleich was zu essen machen. Ich kriege mir auch langsam Hunger jetzt. Stühle bauen und, macht Hunger. Ja, auf jeden Fall. Hab leider keine Twitch-ITTY-Betis, deswegen hoffe ich die 5-Euro-Tunes auch. Tschüss. Tschüss. Und Starwolf, dir nochmal vielen Dank für die 5-Euro-Spende. Und nochmal so jetzt kurz vor Ende.